Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johannes Büri. Kapitel 7. Wie es auf der Alp weitergeht. Eben war die Sonne hinter den Felsen heraufgestiegen und warf nun ihre goldenen Strahlen über die Hütte und über das Tal hinab. Der Almöhi hatte, wie er jeden Morgen tat, still und andächtig zugeschaut, wie ringsum auf den Höhen und im Tal die leichten Nebel sich lichteten und das Land aus dem Dämmerschatten herausschaute und zum neuen Tage erwachte. Heller und heller wurden die lichten Morgenwolken, bis jetzt die Sonne völlig heraustrat und Fels und Wald und Hügel mit goldenem Lichte übergoss. Jetzt trat der Öhi in seine Hütte zurück und ging leise die kleine Leiter hinauf. Klara hatte eben die Augen aufgeschlagen und schaute in der höchsten Verwunderung auf die hellen Sonnenstrahlen, die durch das runde Loch hereindrangen und auf ihrem Bette tanzten und blitzten. Sie wusste gar nicht, was sie sah und wo sie war. Doch jetzt erblickte sie das schlafende Heidi an ihrer Seite, und nun ertönte auch die freundliche Stimme des Großvaters. »Gut geschlafen? Nicht müde?« Klara versicherte, sie sei nicht müde, und, einmal eingeschlafen, sei sie auch die ganze Nacht nicht mehr erwacht. Das gefiel dem Großvater, und nun fing er gleich an und besorgte die Klara so gut und so verständnisvoll, als wäre es geradezu sein Beruf, kranke Kinder zu besorgen und es ihnen bequem zu machen. Das Heidi hatte seine Augen jetzt auch aufgemacht und sah auf einmal mit Erstaunen, wie der Großvater die schon fertig gerüstete Klara auf den Arm nahm und forttrug. Da musste es doch dabei sein. Blitzschnell ging seine Ausrüstung vor sich. Dann ging's die Leiter hinunter, und nun war auch das Heidi aus der Tür und stand draußen mit großer Verwunderung betrachtend, was der Großvater jetzt wieder ausführte. Er hatte am Abend vorher, als die Kinder schon oben auf ihrem Lager angekommen waren, überlegt, wo der breite Rollstuhl unter Dach gebracht werden könnte. Die Tür der Hütte war ja viel zu schmal, hier konnte er nie eingefahren werden. Da war ihm ein Gedanke gekommen. Er machte hinten am Schopf zwei große Laden los, so dass da eine breite Öffnung entstand. Der Stuhl wurde hineingestoßen und die hohen Bretter wieder an ihre Stelle gebracht, wenn auch nicht festgemacht. Das Heidi kam eben an, nachdem der Großvater Klara drinnen in ihren Stuhl gesetzt, dann die Bretter weggenommen hatte und nun mit ihr aus dem Schopf in den Morgensonnenschein herausgefahren kam. Mitten auf dem Platze ließ er den Stuhl stehen und ging den Geißenstall zu. Das Heidi sprang an Klaras Seite. Der frische Morgenwind wehte um die Gesichter der Kinder, und ein würziger Tannenduft kam mit jedem neuen Windeswehen herüber und durchströmte die sonnige Morgenluft. Klara zog tiefe Züge ein und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, in einem Gefühl des Wohlseins, wie sie es nie empfunden hatte. Noch nie in ihrem Leben hatte sie ja auch frische Morgenluft draußen in der freien Natur eingeatmet, und nun wehte die reine Alpenluft um sie, so kühl und erfrischend, dass jeder Atemzug ein Genuss war. Dazu der helle, süße Sonnenschein, der gar nicht heiß war hier oben und so lieblich warm auf ihren Händen lag und dann im trockenen Grasboden zu ihren Füßen. Dass es so auf der Alp sein könnte, das hatte sich Klara gar nicht vorstellen können. »Oh Heidi, wenn ich nur immer, immer hier oben bei dir bleiben könnte«, sagte sie jetzt, sich ganz wohlig hin und her wendend in ihrem Stuhl, um so recht von allen Seiten Luft und Sonne einzutrinken. »Jetzt siehst du, dass es so ist, wie ich dir gesagt habe«, entgegnete das Heidi erfreut, »dass es am schönsten auf der ganzen Welt beim Großvater auf der Alm ist.« Eben trat dieser aus dem Stalle heraus zu den Kindern heran. Er brachte zwei Schüsselchen voll schäumender, schneeweißer Milch und reichte eins der Klara, das andere dem Heidi. »Das wird dem Töchterchen wohltun«, sagte er, Klara zunickend. »Sie ist vom Schwänli, die gibt Kraft. Zum Wohlsein, nur zu.« Klara hatte noch nie Milch von einer Geiß getrunken, sie hatte erst zur Sicherheit ein wenig daran riechen müssen. Als sie nun aber sah, mit welcher Begier das Heidi seine Milch heruntertrank, ohne ein einziges Mal abzusetzen, so erstaunlich gut schmeckte sie ihm, da setzte Klara auch an und trank und trank, und wahrhaftig, sie war so süß und kräftig, als wäre Zucker und Zimt darin, und Klara trank zu, bis nichts mehr im Schüsselchen war. »Morgen nehmen wir zwei«, sagte der Großvater, der mit Befriedigung zugesehen hatte, wie Klara Heidis Beispiel gefolgt war. Jetzt erschien der Peter mit seiner Schar, und während das Heidi durch die allseitigen Morgenbegrüßungen gleich mitten in die Herde hineingedrängt wurde,
nahm der Öhi den Peter ein wenig auf die Seite, damit dieser verstehen könne, was er ihm zu sagen hatte. Denn die Geißen meckerten immer, eine stärker als die andere, vor lauter Freude und Freundschaftsbezeugungen, sobald sie das Heidi in ihrer Mitte hatten. »Jetzt hör zu und pass auf«, sagte der Öhi. »Von heut an lässest du dem Schwänli seinen Willen. Es hat die Fühlung, wo die kräftigsten Kräutlein sind. Also wenn es hinauf will, so gehst du nach. Den anderen tut's ja auch gut. Und wenn es höher will, als du sonst mit ihnen gehst, so gehst du wieder und hältst es nicht zurück. Hörst du?« »Wenn du auch ein wenig klettern musst, schad nichts. Du gehst, wo es will. Denn in dieser Sache ist es vernünftiger als du, und es muss nur noch vom Besten bekommen, dass es eine Prachtmilch gibt.« »Warum guckst du dort hinüber, wie wenn du einen verschlucken wolltest? Es wird dir niemand im Wege sein. So, jetzt vorwärts, und denk dran!« Der Peter war gewohnt, dem Öhi aufs Wort zu folgen. Er trat gleich seinen Marsch an. Man konnte aber sehen, dass er noch etwas im Hinterhalt hatte, denn er drehte immer den Kopf um und rollte mit den Augen. Die Geißen folgten und drängten das Heidi noch eine Strecke mit vorwärts. Das war dem Peter eben recht. »Du musst mit!« rief er jetzt drohend in den Geißenrudel hinein. »Du musst mit, wenn man dem Schwänli nach muss.« »Nein, ich kann nicht«, rief das Heidi zurück. »Und ich kann jetzt lange, lange nicht mitkommen, solange die Klara bei mir ist. Aber einmal kommen wir dann miteinander hinauf. Der Großvater hat es uns versprochen.« Unter diesen Worten hatte das Heidi sich aus den Geißen herausgewunden und sprang nun zu Klara zurück. Jetzt machte der Peter mit beiden Fäusten eine so drohende Gebärde gegen den Rollstuhl hinunter, dass die Geißen auf die Seite sprangen. Er sprang aber auf der Stelle nach und ohne Aufenthalt eine ganze Strecke weit hinauf, bis er außer Sicht war. Denn er dachte, der Öhi könnte ihn etwa gesehen haben, und er wollte lieber nicht wissen, was für einen Eindruck das Fausten dem Öhi gemacht habe. Klara und Heidi hatten für heute so viel im Sinn, dass sie gar nicht wussten, wo anfangen. Das Heidi schlug vor, zuerst den Brief an die Großmama zu schreiben. Den hatten sie ja bestimmt versprochen, und so für jeden Tag einen neuen. Die Großmama war doch ihrer Sache nicht so ganz sicher, wie es in die Länge da oben der Klara behagen und auch wie es mit ihrer Gesundheit gehen würde. Und so hatte sie den Kindern das Versprechen abgenommen, ihr jeden Tag einen Brief zu schreiben und alles zu erzählen, was sie erlebten. So konnte die Großmama auch sogleich wissen, wenn sie oben nötig werden sollte, und bis dahin ruhig unten bleiben. »Müssen wir in die Hütte hinein zum Schreiben?« fragte Klara, die wohl dafür war, der Großmama Bericht zu geben, aber da draußen war es ihr so wohl, dass sie gar nicht weg mochte. Aber das Heidi wusste sich einzurichten. Augenblicklich rannte es in die Hütte hinein und kam mit seinen sämtlichen Schulsachen und dem niedrigen Dreibeinstühlchen beladen wieder zurück. Nun legte es sein Lesebuch und Schreibheft der Klara auf den Schoß, dass sie darauf schreiben konnte. Und es selbst setzte sich an die Bank hin auf sein Stühlchen, und nun begannen sie beide der Großmama zu erzählen. Aber nach jedem Satze, den Klara geschrieben hatte, legte sie ihren Bleistift wieder hin und schaute um sich. Es war gar zu schön. Der Wind war nicht mehr so kühl, nur lieblich fächelnd wehte er um ihr Gesicht, und drüben in den Tannen flüsterte er leise. In der klaren Luft tanzten und summten die kleinen fröhlichen Mücken, und weit umher lag eine große Stille auf dem ganzen sonnigen Gefilde. Groß und still schauten die hohen Felsenberge herüber, und das ganze weite Tal hinab lag alles wie im stillen Frieden. Nur dann und wann schallte das frohe Jauchzen eines Hirtenbuben durch die Luft, und leise gab das Echo die Töne in den Felsen wieder. Der Morgen war dahin, die Kinder wussten nicht wie, und schon kam der Großvater mit der dampfenden Schüssel daher, denn er sagte, mit dem Töchterchen bleibe man nun draußen, solang ein Lichtstrahl am Himmel sei. So wurde das Mittagsmahl wie gestern vor der Hütte aufgestellt und mit Vergnügen eingenommen. Dann rollte das Heidi den Stuhl samt der Klara unter die Tannen hinüber, denn die Kinder hatten ausgemacht, den Nachmittag wollten sie dort in dem schönen Schatten sitzen und einander alles erzählen, was sich zugetragen, seit das Heidi Frankfurt verlassen hatte. Wenn auch da alles im gewohnten Gleise weitergegangen war, so hatte Klara doch allerlei Besonderes zu berichten von den Menschen, die im Hause Sesemann lebten und die dem Heidi ja so gut bekannt waren. So saßen die Kinder nebeneinander unter den alten Tannen, und je eifriger sie im Erzählen wurden, desto lauter pfiffen die Vögel oben in den Zweigen, denn das Geplauder da unten freute sie, und sie wollten auch mithalten. So flog die Zeit dahin.
Und unversehens war es Abend geworden. Und schon kam das Geißenheer heruntergestürmt, der Anführer hinterdrein mit Stirnrunzeln und grimmiger Miene. »Gute Nacht, Peter«, rief ihm das Heidi zu, als es sah, dass er nicht im Sinne hatte, stillzustehen. »Gute Nacht, Peter«, rief auch Klara freundlich hinüber. Er gab keinen Gruß zurück und jagte schnaubend die Geißen weiter. Als Klara jetzt sah, wie der Großvater das saubere Schwänli zum Melken nach dem Stalle führte, da ergriff sie auf einmal ein solches Verlangen nach der gewürzigen Milch, dass sie es fast nicht erwarten konnte, bis der Großvater damit kommen würde. Sie musste selbst erstaunen darüber. »Das ist aber einmal kurios, Heidi«, sagte sie. »Solange ich weiß, habe ich nur gegessen, weil ich musste, und alles, was ich bekam, schmeckte nach Fischtran. Und tausendmal habe ich gedacht, wenn man nur nie essen müsste. Und jetzt kann ich es fast nicht erwarten, bis der Großvater kommt mit der Milch.« »Ja, ich weiß schon, was das ist«, entgegnete das Heidi ganz verständnisvoll, denn es gedachte der Tage in Frankfurt, da ihm alles im Halse stecken blieb und nicht hinunter wollte. Klara aber begriff die Sache doch nicht. Sie hatte aber, solange sie lebte, noch nie einen Tag lang in der freien Luft gesessen wie heute und nun gar in dieser hohen, belebenden Bergluft. Als der Großvater mit seinen Schüsselchen herankam, erfasste Klara schnell dankend das ihrige, und in durstigen Zügen trank sie hintereinander und war diesmal noch vor dem Heidi zu Ende. »Darf ich noch ein wenig haben?« fragte sie, dem Großvater das Schüsselchen hinhaltend. Er nickte wohlgefällig, nahm auch Heidis Gefäß wieder in Empfang und ging zur Hütte zurück. Als er wiederkam, brachte er auf jedem Schüsselchen einen hohen Deckel mit, der war aber von anderem Stoff, als die Deckel gewöhnlich sind. Der Großvater hatte am Nachmittag einen Gang nach dem grünen Maiensess hinübergemacht, zu der Sennhütte, wo die süße hellgelbe Butter gemacht wird. Von dort hatte er einen schönen runden Ballen mitgebracht. Jetzt hatte er zwei feste Schnitten Brot genommen und die süße Butter schön dick darauf gestrichen. Diese sollten nun die Kinder zu ihrem Nachtessen haben. Gleich bissen auch alle beide so tief in die appetitlichen Schnitten hinein, dass der Großvater stehen blieb und zuschaute, wie das weitergehen würde, denn das gefiel ihm. Als Klara nachher auf ihrem Lager wieder nach den schimmernden Sternen schauen wollte, ging es ihr wie dem Heidi an ihrer Seite. Die Augen fielen ihr auf der Stelle zu, und es kam ein so fester, gesunder Schlaf über sie, wie sie ihn niemals gekannt hatte. In dieser erfreulichen Weise verging auch der folgende Tag. Und dann noch einer. Und dann folgte eine große Überraschung für die Kinder. Es kamen zwei kräftige Träger den Berg heraufgestiegen. Jeder trug auf seinem Reff ein hohes Bett, fertig aufgerüstet in der Bettschaft, beide ganz gleich bedeckt mit einer weißen Decke, sauber und nagelneu. Auch hatten die Männer einen Brief von der Großmama abzugeben. Da stand darin, dass diese Betten für Klara und Heidi seien, dass das Heu- und Deckenlager nun aufgehoben werden solle und dass von nun an das Heidi immer in einem richtigen Bette schlafen müsse, denn im Winter solle das eine der beiden ins Dörfli heruntergeschafft werden, das andere aber oben bleiben, damit Klara es immer vorfinde, wenn sie wiederkomme. Dann lobte die Großmama die Kinder um ihrer langen Briefe willen und ermunterte sie, täglich so fortzufahren, damit sie immer alles miterleben könne, als ob sie bei ihnen wäre. Der Großvater war hineingegangen, hatte den Inhalt von Heidis Lager auf den großen Heuhaufen geworfen und die Decken weggelegt. Nun kam er wieder, um mit Hilfe der Männer die beiden Betten dort hinauf zu transportieren. Dann rückte er sie hart aneinander, damit von beiden Kopfkissen aus die Aussicht durch das Loch dieselbe bliebe. Denn er kannte die Freude der Kinder an dem Morgen- und Abendschein, der da hereinglänzte. Unterdessen saß die Großmama unten im Bade Ragaz und war hocherfreut über die vortrefflichen Nachrichten, die täglich von der Alp zu ihr heruntergelangten. Das Entzücken über ihr neues Leben steigerte sich bei Klara noch von Tag zu Tag, und sie wusste nicht genug zu sagen von der Güte und sorglichen Pflege des Großvaters und wie lustig und kurzweilig das Heidi sei, noch viel mehr als in Frankfurt, und wie sie jeden Morgen beim Erwachen immer zuerst denke, »Oh Gottlob, ich bin noch auf der Alp!« Über diese ausnehmend erfreulichen Berichte war die Großmama jeden Tag aufs Neue froh. Sie fand auch, da alles so stand, so könne sie ihren Besuch auf der Alp gar wohl noch ein wenig verschieben, was ihr nicht unlieb war, denn der Ritt den steilen Berg hinauf und wieder herunter war ihr doch etwas beschwerlich vorgekommen.
Der Großvater musste eine ganz besondere Teilnahme für seinen Pflegling gefasst haben, denn es verging kein Tag, an welchem er nicht irgendetwas Neues zu seiner Kräftigung ausdachte. Er machte jetzt jeden Nachmittag weite Gänge in die Felsen hinauf, immer höher, und jedes Mal brachte er ein Bündelchen mit zurück, das duftete schon von Weitem durch die Luft wie gewürzige Nelken und Thymian. Und kehrten die Geißen am Abend heim, so fingen sie alle zu meckern und zu springen an und wollten alle miteinander in den Stall eindringen, wo das Bündelchen lag, denn sie kannten den Geruch. Aber der Öhi hatte die Tür gut zugemacht, denn er kletterte den seltenen Kräuterchen nicht nach, hoch an die Felsen hinauf, damit die Geißenschar ohne Mühe zu einer guten Mahlzeit komme. Die Kräutlein waren alle für das Schwänli bestimmt, damit es immer noch kräftigere Milch hergebe. Man konnte auch gut sehen, wie die außerordentliche Pflege bei ihm anschlug, denn es warf den Kopf immer lebendiger in die Höhe und machte ganz feurige Augen dazu. So war nun schon die dritte Woche gekommen, seit Klara auf der Alp war. Seit einigen Tagen hatte der Großvater des Morgens, wenn er sie heruntertrug, um sie in ihren Stuhl zu setzen, jedes Mal gesagt, »Will das Töchterchen nicht einmal probieren, ein wenig auf dem Boden zu stehen?« Klara hatte dann wohl versucht, ihm den Gefallen zu tun, aber sie hatte immer gleich gesagt, »Oh, es tut so weh«, und hatte sich an ihm festgeklammert. Er ließ sie aber jeden Tag ein wenig länger probieren. Ein so schöner Sommer war seit Jahren nicht auf der Alp gewesen. Jeden Tag zog die strahlende Sonne durch den wolkenlosen Himmel hin, und alle kleinen Blumen machten ihre Kelche weit auf und glühten und dufteten zu ihr empor. Und am Abend warf sie ihr Purpur und Rosenlicht auf die Felsenhörner und das Schneefeld hinüber und tauchte dann in ein golden flammendes Meer hinab. Davon erzählte das Heidi seiner Freundin Klara immer wieder, denn nur oben auf der Weide konnte man das alles so recht sehen, und von der Stelle oben am Abhange erzählte es mit besonderem Feuer, wie dort jetzt die großen Scharen der glitzernden, goldenen Weideröschen stehen und Blauglöckchen so viele, dass man meine, dort sei das Gras blau geworden, und daneben ganze Büsche von den braunen Kolbenblümchen, die so schön riechen, dass man nur auf dem Boden sitzen müsse zu ihnen und gar nicht mehr fort wolle. Eben jetzt, unter den Tannen sitzend, hatte das Heidi aufs Neue von den Blumen dort oben und der Abendsonne und den leuchtenden Felsen erzählt, und dabei war ein solches Verlangen in ihm aufgestiegen, wieder einmal dorthin zu kommen, dass es mit einem Mal aufsprang und davonrannte, dem Großvater zu, der im Schopf auf seinem Schnitzstuhl saß. »O Großvater«, rief es schon von Weitem hinüber, »kommst du morgen mit uns auf die Weide? O, jetzt ist es so schön dort oben!« »Es bleibt dabei«, sagte der Großvater zustimmend. »Aber dann muss mir das Töchterchen auch einen Gefallen tun. Es muss mir heute Abend das Stehen noch einmal recht probieren.« Frohlockend kam das Heidi mit seiner Nachricht zu Klara zurück, und diese versprach sogleich, so viele Mal versuchen zu wollen, auf ihren Füßen zu stehen, als der Großvater nur wolle, denn sie freute sich ganz ungeheuer, diese Reise nach der schönen Geißenweide hinauf zu machen. Das Heidi war so voller Jubel, dass es gleich dem Peter entgegenrief, sobald es ihn am Abend beim Herunterkommen erblickte. »Peter, Peter, morgen kommen wir auch mit und bleiben den ganzen Tag dort oben!« Als Antwort brummte der Peter wie ein gereizter Bär und schlug mit Wut nach dem unschuldigen Distelfink, der neben ihm trabte. Aber der flinke Distelfink hatte die Bewegung zur rechten Zeit wahrgenommen. Er machte einen hohen Satz über das Schneehöppli weg und der Hieb sauste in die Luft hinaus. Klara und Heidi bestiegen heute voll herrlicher Erwartungen ihre zwei schönen Betten, und so erfüllt waren sie von ihren Plänen für morgen, dass sie beschlossen, die ganze Nacht wach zu bleiben und immerfort davon zu sprechen, bis sie wieder aufstehen durften. Kaum lagen sie aber auf ihren guten Kissen, so hörten die Gespräche plötzlich auf. Und Klara sah im Traume ein großes, großes Feld vor sich, das war ganz himmelblau anzusehen, so dicht besät war es von lauter Glockenblumen. Und das Heidi hörte den Raubvogel oben in den Höhen, wie er herunterschrie, »Kommt! Kommt! Kommt!« Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johanna Spyri. Kapitel 8. Es geschieht, was keiner erwartet hat. In aller Frühe trat der Öhi am anderen Morgen aus der Hütte und schaute ringsum, wie der Tag sich gestalten wolle. Auf den hohen Bergspitzen lag ein rötlich-goldener Schein. Ein frischer Wind fing an, die Äste der Tannen hin und her zu wiegen. Die Sonne wollte kommen.
Eine Weile noch stand der Alte und schaute andächtig zu, wie nach den hohen Berggipfeln die grünen Hügel golden zu schimmern begannen und dann aus dem Tale leise die dunklen Schatten wichen und ein rosiges Licht hineinfloß und nun Höhen und Tiefen im Morgengolde erglänzten. Die Sonne war gekommen. Jetzt holte der Öhi den Rollstuhl aus dem Schopf heraus, stellte ihn zur Reise gerüstet vor die Hütte hin und trat dann hinein, um den Kindern zu sagen, wie schön der Morgen erwacht sei und sie herauszuholen. Eben jetzt kam der Peter herangestiegen. Seine Geißen kamen nicht zutraulich wie gewohnt an seiner Seite und nahe vor und hinter ihm den Berg hinauf. Sie schossen scheu umher, dahin und dorthin, denn der Peter hieb alle Augenblicke ohne jede Veranlassung um sich wie ein Wütender, und wo er traf, tat es nicht wohl. Der Peter war auf dem höchsten Punkt des Zornes und der Erbitterung angelangt. Seit Wochen hatte er nie mehr das Heidi für sich gehabt, so wie er es gewohnt war. Kam er am Morgen von unten herauf, so wurde schon immer das fremde Kind in seinem Stuhle herausgetragen, und das Heidi gab sich mit ihm ab. Kam er am Abend von oben herunter, so stand noch der Rollstuhl mit seiner Inhaberin unter den Tannen, und das Heidi machte sich mit ihr zu schaffen. Nie war es noch zur Weide hinaufgekommen, den ganzen Sommer. Und nun heute wollte es kommen, aber mitsamt dem Stuhle und der Fremden darin, und wollte die ganze Zeit nur mit dieser sich abgeben. Das sah der Peter voraus, und das hatte seinen inneren Grimm auf den höchsten Punkt gebracht. Jetzt erblickte er den Stuhl, der so stolz da auf seinen Rollen stand, und schaute ihn an wie einen Feind, der ihm alles zuleide getan hatte und heute noch viel mehr tun wollte. Der Peter schaute um sich. Alles war still, kein Mensch zu sehen. Wie ein Wilder stürzte er jetzt auf den Stuhl, packte ihn an und stieß ihn mit so erbitterter Gewalt dem Bergabhange zu, dass der Stuhl förmlich davonflog und augenblicklich verschwunden war. Jetzt stürzte der Peter die Alm hinan, als hätte er selber Flügel bekommen, und er setzte kein einziges Mal ab, bis er oben zu einem großen Brombeerstrauch gelangte, hinter dem er verschwinden konnte. Denn er begehrte nicht, dass der Öhi ihn erblickte. Er wollte aber doch gern sehen, was der Stuhl mache, und der Strauch auf dem Bergvorsprunge war gut gelegen. Der Peter konnte halb verborgen die Alm hinabschauen und, kam der Öhi zum Vorschein, hurtig sich ganz verstecken. So tat er, und was erschauten seine Blicke? Weit unten schon stürzte sein Feind dahin, von immer größerer Gewalt getrieben. Jetzt überschlug er sich, wieder und wieder, dann machte er einen hohen Satz, dann schlug es ihn wieder auf die Erde nieder, und überschlagend rollte er seinem Verderben entgegen. Schon flogen da und dort die Stücke von ihm weg, Füße, Lehnen, Polsterfetzen, alles hoch in die Luft geworfen. Der Peter empfand eine so unbändige Freude an dem Anblick, dass er mit beiden Füßen zugleich in die Luft springen musste. Er lachte laut auf, er stampfte vor Wonne, er sprang in Sätzen im Kreise herum, er kam wieder an denselben Platz und guckte den Berg hinab. Ein neues Gelächter erscholl, neue Luftsprünge. Der Peter war völlig außer sich vor Vergnügen über diesen Untergang seines Feindes, denn er sah lauter gute Dinge vor sich, die nun kommen würden. Jetzt musste die Fremde abreisen, denn sie hatte kein Mittel mehr, sich zu bewegen. Das Heidi war wieder allein und kam mit ihm auf die Weide, und am Abend und Morgen war es für ihn da, wenn er kam, und alles war wieder in der alten Ordnung. Aber der Peter bedachte nicht, wie es geht, wenn man eine böse Tat begangen hat und was dann nachher kommt. Jetzt kam das Heidi aus der Hütte gesprungen und rannte dem Schopf zu. Hinter ihm her kam der Großvater mit Klara auf dem Arm. Die Schopftür stand weit offen. Die beiden Bretter daneben waren weggestellt. Bis in den hintersten Winkel war es taghell. Das Heidi guckte hin und her, lief um die Ecke, kam wieder zurück. Die ungeheuerste Verwunderung lag auf seinem Gesichte. Nun trat der Großvater heran. »Was ist das? Hast du den Stuhl weggerollt, Heidi?« fragte er. »Ich suche ihn ja allenthalben, Großvater, und du hast gesagt, er stehe neben der Schopftür«, sagte das Kind, immer noch nach allen Seiten mit den Augen herumsuchend. Der Wind war unterdessen stärker geworden, eben klapperte er an der Schopftür herum und warf sie auf einmal krachend gegen die Wand zurück. »Großvater, der Wind hat's gemacht«, rief das Heidi, und seine Augen blitzten auf bei der Entdeckung.
Oh, wenn er den Stuhl bis ins Dörfli hinabgejagt hätte, dann bekäme man ihn erst viel zu spät wieder, und wir könnten gar nicht gehen. Wenn er dort hinuntergerollt ist, so kommt er gar nicht mehr zurück, denn er ist in 100 Stücken, sagte der Großvater, um die Ecke tretend und den Berg hinabschauend. Aber kurios ist's doch zugegangen, setzte er hinzu, indem er auf das Stück zurücksah, das der Stuhl erst um die Ecke der Hütte herumzumachen hatte. Oh, wie schade! Jetzt können wir gar nicht gehen, und vielleicht gar nie, jammerte Klara. Nun muss ich gewiss heimgehen, wenn ich keinen Stuhl mehr habe. Oh, wie schade, wie schade! Aber das Heidi schaute ganz vertrauensvoll zu seinem Großvater auf und sagte, »Gelt, Großvater, du kannst schon etwas erfinden, dass es nicht so geht, wie die Klara meint, und dass sie nicht auf einmal heim muss?« »Jetzt gehen wir für diesmal auf die Weide, wie wir uns vorgenommen haben. Dann wollen wir sehen, was weiterkommt«, sagte der Großvater. Die Kinder jubelten. Er trat nun wieder in die Hütte zurück, holte einen guten Teil der Tücher heraus, legte sie auf den sonnigsten Platz an die Hütte hin und setzte Klara darauf. Dann holte er den Kindern ihre Morgenmilch und führte Schwänli und Bärli vor den Stall hinaus. »Warum der nur so lange nicht von da unten heraufkommt?« sagte der Öhi vor sich hin. Dem Peters Morgenpfiff war ja noch gar nicht ertönt. Jetzt nahm der Großvater Klara wieder auf den einen Arm, die Tücher auf den anderen. »So, nun vorwärts«, sagte er vorangehend. »Die Geißen kommen mit uns.« Das war dem Heidi eben recht. Einen Arm um Schwänlis und einen um Bärlis Hals gelegt, wanderte das Heidi hinter dem Großvater her. Und die Geißen hatten solche Freude, einmal wieder mit dem Heidi auszuziehen, dass sie es fast zusammendrückten zwischen sich vor lauter Zärtlichkeit. Oben auf dem Weideplatze angelangt, sahen die Kommenden mit einem Mal da und dort an den Abhängen die friedlich grasenden Geißen in Gruppen stehen und mittendrin der Peter, der Länge nach auf dem Boden liegend. »Ein andermal will ich dir das Vorbeigehen vertreiben, Schlafpelz, was heißt das?« rief ihm der Öhi zu. Der Peter war bei dem Ton der bekannten Stimme aufgeschossen. »War noch niemand auf«, gab er zurück. »Hast du etwas von dem Stuhl gesehen?« frug der Öhi wieder. »Von welchem?« rief der Peter störrisch zurück. Der Öhi sagte nichts mehr. Er breitete seine Tücher an den sonnigen Abhang hin, setzte Klara darauf und wollte wissen, ob sie so bequem sei. »So bequem wie im Stuhl«, sagte sie dankend. »Und am schönsten Platz bin ich da. Da ist so schön, Heidi, so schön«, rief sie, rings um sich blickend aus. Der Großvater schickte sich zur Rückkehr an. Er sagte, sie sollten sich's nun wohl sein lassen miteinander. Und wenn die Zeit da sei, sollte Heidi das Mittagsmahl herbeiholen, das er in den Sack verpackt, drüben in den Schatten gelegt habe. Dann sollte der Peter ihnen Milch dazu geben, so viel sie trinken wollten. Aber das Heidi sollte gut aufpassen, dass er sie vom Schwänli nehme. Gegen Abend wollte der Großvater wiederkommen. Jetzt wollte er vor allem dem Stuhle nachgehen und sehen, was aus ihm geworden sei. Der Himmel war dunkelblau, und um war nicht ein einziges Wölkchen zu sehen. Auf dem großen Schneefelde drüben blitzte es wie von tausend und tausend Gold- und Silbersternen. Die grauen Felsenhörner standen hoch und fest an ihrem Platze, wie vor alter Zeit, und schauten ernsthaft ins Tal hinab. Der große Vogel wiegte sich oben im Blau, und über die Höhen strich der Bergwind hin und wehte kühl rings um die sonnige Alp. Den Kindern war es unbeschreiblich wohl. Von Zeit zu Zeit kam ein Geißlein heran und ließ sich ein wenig nieder bei ihnen. Am häufigsten kam das zärtliche Schneehüppli und legte sein Köpfchen an das Heidi heran und wäre da wohl gar nicht mehr weggegangen, hätte es nicht ein anderes von der Herde wieder vertrieben. So lernte Klara jetzt eine um die andere von den Geißen so nahe kennen, dass sie niemals mehr eine mit der anderen verwechselte. Denn jede hatte ja auch ein ganz besonderes Gesicht und ihre eigene Art. Sie wurden jetzt auch so zutraulich zu Klara, dass sie ihr ganz nahe kamen und ihre Köpfe an ihren Schultern rieben. Das war immer das Zeichen ihrer nahen Bekanntschaft und Zuneigung. So waren schon einige Stunden vergangen,
Da kam es dem Heidi in den Sinn, wenn es doch einmal hinübergehen könnte an den Platz, wo die vielen Blumen waren, und sehen, ob sie auch alle offen stehen und so schön seien wie vor dem Jahr. Erst am Abend, wenn der Großvater wiederkam, konnte man auch mit Klara hinübergehen. Und dann machten die Blumen vielleicht schon wieder die Augen zu. Das Verlangen stieg immer höher im Heidi. Es konnte nicht mehr widerstehen. Ein wenig zaghaft fragte es, »Wirst du nicht böse, Klara, wenn ich geschwind von dir fortlaufe und du allein sein musst? Ich möchte so gern sehen, wie die Blumen sind.« »Aber warte.« Dem Heidi war ein Gedanke gekommen. Es sprang auf die Seite und riss ein paar schöne Büschel von den grünen Kräutern aus. Dann nahm es das Schneehüppli um den Hals, das ihm gleich zugelaufen war, und führte es der Klara zu. »So, jetzt musst du doch nicht allein sein«, sagte das Heidi, indem es auf seinen Platz neben Klara das Schneehüppli ein wenig hindrückte, was das Geißlein gleich gut verstand und sich niederlegte. Dann warf Heidi seine Blätter der Klara in den Schoß, und diese sagte erfreut, dass Heidi solle jetzt nur gehen und die Blumen recht ansehen, sie wolle gern allein mit dem Geißlein bleiben, das hatte sie ja noch gar nie erlebt. Das Heidi rannte fort, und Klara fing nun an, Blättchen für Blättchen dem Schneehüppli hinzuhalten, und dieses wurde so zutraulich, dass es sich ganz an seine neue Freundin anschmiegte und die Blättchen ihr langsam aus den Fingern fraß. Man konnte auch gut sehen, wie wohl es ihm war, dass es da so ruhig und friedlich in gutem Schutze liegen durfte. Denn draußen bei der Herde hatte es immer viele Verfolgungen auszustehen von den großen und starken Geißen. Der Klara kam es so köstlich vor, so ganz allein auf einem Berge zu sitzen, nur mit einem zutraulichen Geißlein, das ganz hilfsbedürftig zu ihr aufsah. Ein großer Wunsch stieg auf in ihr, auch einmal ihr eigener Herr zu sein und einem anderen helfen zu können und nicht nur immer sich von allen anderen helfen lassen zu müssen. Und es kamen der Klara jetzt so viele Gedanken, die sie gar nie gehabt hatte, und eine unbekannte Lust vorzuleben in dem schönen Sonnenschein und etwas zu tun, mit dem sie jemand erfreuen konnte, wie sie jetzt das Schneehüppli erfreute. Eine ganz neue Freude kam ihr ins Herz, so als ob alles, was sie wusste und kannte, auf einmal viel schöner und anders sein könnte, als sie es bis jetzt gesehen hatte. Und es wurde ihr so schön und wohl zumute, dass sie das Geißlein um den Hals nehmen und ausrufen musste, »O Schneehüppli, wie schön ist es hier oben! Wenn ich nur immer da bei euch bleiben könnte!« Das Heidi war unterdessen an dem Blumenplatze angekommen. Es schieß einen Freudenschrei aus. Vom leuchtenden Golde bedeckt lag die ganze Halde da. Das waren die schimmernden Ziströschen. Dichte dunkelblaue Büsche von Glockenblumen wiegten sich darüber, und ein so starker, gewürziger Duft wogte um die sonnige Halde, als wären die köstlichsten Balsamschalen da oben ausgeschüttet worden. Der ganze Wohlgeruch kam aber von den kleinen braunen Kolbenblümchen her, die ihre runden Köpfchen da und dort bescheiden zwischen den Goldkelchen emporstreckten. Das Heidi stand und schaute und zog den süßen Duft in langen Zügen ein. Auf einmal kehrte es um und kam außer Atem vor Erregung zu Klara zurück. »Oh, du musst gewiss kommen«, rief es ihr schon von Weitem zu. »Sie sind so schön! Und alles ist so schön, und am Abend ist es vielleicht nicht mehr so. Ich kann dich vielleicht tragen, meinst du nicht?« Klara schaute das erregte Heidi mit Verwunderung an. Sie schüttelte aber den Kopf. »Nein, nein, was denkst du, Heidi? Du bist ja viel kleiner als ich. Oh, wenn ich nur gehen könnte!« Jetzt schaute das Heidi suchend um sich. Es musste etwas Neues im Sinne haben. Dort oben, wo der Peter vorher auf dem Boden gelegen hatte, saß er jetzt und starrte auf die Kinder herunter. So hatte er schon seit Stunden gesessen und immerzu herabgestarrt, so als könne er nicht fassen, was er vor sich sah. Er hatte den feindlichen Stuhl zerstört, damit alles aufhören und die Fremde sich gar nicht mehr bewegen könne, und eine kurze Weile nachher erschien sie da oben und saß vor ihm auf dem Boden neben dem Heidi. Das konnte ja nicht sein. Und doch war es immer noch so. Er konnte hinsehen, wann er wollte. Jetzt schaute das Heidi zu ihm auf. »Komm hier herunter, Peter«, rief es sehr bestimmt. »Komme nicht«, rief er zurück. »Doch, du musst.
Komm, ich kann es nicht allein machen, du musst mir helfen. Komm schnell, drängte das Heidi. Komme nicht, ertönte es wieder. Jetzt sprang das Heidi eine kleine Strecke den Berg hinan, dem Angeredeten entgegen. Da stand es mit flammenden Augen und rief hinauf. »Peter, wenn du nicht auf der Stelle kommst, so will ich dir auch etwas machen, das du dann gewiss nicht gern hast. Das kannst du glauben.« Diese Worte gaben dem Peter einen Stich, und eine große Angst packte ihn an. Er hatte etwas Böses getan, das kein Mensch wissen sollte. Bis jetzt hatte es ihn gefreut, aber nun redete das Heidi, wie wenn es alles wüsste. Und was es wusste, sagte es alles seinem Großvater. Und vor dem fürchtete der Peter sich ja wie vor keinem anderen. Wenn er nun vernehme, was mit dem Stuhl vorgegangen war. Den Peter wirkte die Angst immer stärker. Er stand auf und kam dem wartenden Heidi entgegen. »Ich komme, aber dann musst du das nicht machen«, sagte er, so zahm vor Furcht, dass das Heidi ganz mitleidig wurde. »Nein, nein, das tue ich nun schon nicht«, versicherte es. »Komm jetzt nur mit mir. Es ist nichts zum Fürchten, was du tun musst.« Bei Klara angelangt, ordnete nun das Heidi an, auf der einen Seite solle der Peter, auf der anderen wolle es selbst Klara fest unter den Arm fassen und aufheben. Das ging nun ziemlich gut, aber jetzt kam das Schwierigere. Klara konnte ja nicht stehen. Wie sollte man sie nun festhalten und vorwärts bringen? Das Heidi war zu klein, um ihr mit seinem Arm eine Stütze zu bieten. »Du musst mich jetzt um den Hals nehmen, ganz fest, so. Und den Peter musst du am Arm nehmen und ganz fest darauf drücken. Dann können wir dich tragen.« Aber der Peter hatte noch nie jemandem den Arm gegeben. Klara umfasste diesen wohl, der Peter aber hielt ihn ganz steif am Leibe herunter wie einen langen Stecken. »So macht man es nicht, Peter«, sagte das Heidi sehr bestimmt. »Du musst mit dem Arm einen Ring machen, und dann muss die Klara mit dem ihrigen durchfahren, und dann muss sie ganz fest draufdrücken. Und du musst um keinen Preis nachgeben, dann kommen wir schon vorwärts.« Das wurde nun so ausgeführt. Man kam aber nicht gut vorwärts. Klara war nicht so leicht und das Gespann zu ungleich in der Größe. Auf der einen Seite ging es herab und auf der anderen hinauf. Das gab eine ziemliche Unsicherheit in den Stützen. Klara probierte es abwechselnd ein wenig mit den eigenen Füßen, zog aber einen nach dem anderen immer bald wieder zurück. »Stampf einmal recht herunter«, schlug das Heidi vor, »dann tut es dir gewiss nachher weniger weh.« »Meinst du?« fragte Klara zaghaft. Sie gehorchte aber und wagte einen festen Schritt auf den Boden und dann mit dem zweiten Fuß. Sie schrie aber ein wenig auf dabei. Dann hob sie den einen wieder und setzte ihn leiser hin. »Oh, das hat schon viel weniger wehgetan«, sagte sie voller Freude. »Mach's noch einmal«, drängte eifrig das Heidi. Klara tat es, und dann noch einmal, und noch einmal, und auf einmal schrie sie auf. »Ich kann, Heidi! Oh, ich kann! Sieh, sieh! Ich kann Schritte machen, einen nach dem anderen!« Jetzt jauchzte das Heidi noch viel mehr auf. »Oh, oh, kannst du gewiss selbst Schritte machen? Kannst du jetzt gehen? Kannst du gewiss selbst gehen? Oh, wenn nur der Großvater käme! Jetzt kannst du selbst gehen, Klara! Jetzt kannst du gehen!« rief es einmal ums andere in jubelnder Freude aus. Klara hielt sich wohl fest an auf beiden Seiten, aber mit jedem Schritt wurde sie ein wenig sicherer. Das konnten alle drei empfinden. Das Heidi kam ganz außer sich vor Freude. »Oh, nun können wir alle Tage miteinander auf die Weide gehen und auf der Alp herum, wo wir wollen«, rief es wieder aus. »Und du kannst dein Lebtag gehen, wie ich, und musst nie mehr im Stuhl gestoßen werden und wirst gesund. Oh, das ist die größte Freude, die wir haben können.« Klara stimmte mit dem ganzen Herzen ein. Gewiss kannte sie gar kein größeres Glück auf der Welt, als auch einmal gesund zu sein und herumgehen zu können, wie die anderen Menschen, und nicht mehr elend die ganzen Tage lang in dem Krankensessel gebannt zu sein. Es war nicht weit zu der Blumenhalde hinüber. Dort sah man schon das Glitzern der Goldröschen in der Sonne. Jetzt waren sie bei den Büschen der blauen Glockenblumen angekommen, wo zwischendurch der sonnige Boden so einladend aussah.
Können wir nicht hier niedersetzen? Fragte Klara. Das war ganz nach Heidis Wunsch. Und mitten in die Blumen hinein setzten sich die Kinder, Klara zum ersten Mal, auf den trockenen, warmen Alpenboden hin. Das gefiel ihr unbeschreiblich wohl. Und nun rings um sie die wiegenden blauen Glockenblumen, die schimmernden Goldröschen, das rote Tausendgüldenkraut und um der süße Duft der braunen Kolbenblümchen, der würzigen Prünellen. Alles war so schön, so schön. Auch das Heidi neben ihr meinte, so schön sei es noch nie gewesen da oben, und es wusste gar nicht, warum es eine solche Freude im Herzen hatte, dass es nur immer hätte laut jauchzen mögen. Aber auf einmal kam es ihm dann wieder in den Sinn, dass Klara gesund geworden war. Das war zu allem Schönen ringsumher noch die allergrößte Freude. Klara wurde ganz still vor Wonne und Entzücken über alles, was sie sah. Und über alle die Aussichten, die ihr aufgegangen waren durch das eben Erlebte. Das große Glück hatte fast nicht Platz in ihrem Herzen, und der Sonnenglanz und Blumenduft dazu überwältigten sie mit einem Wonnegefühl, das sie völlig verstummen machte. Auch der Peter lag still und regungslos mitten in dem Blumenfelde, denn er war fest eingeschlafen. Leise und lieblich wehte hier der Wind hinter den schützenden Felsen hervor und säuselte oben in den Büschen. Von Zeit zu Zeit musste das Heidi wieder aufstehen und dahin laufen und dorthin, denn es war immer irgendwo noch schöner, die Blumen noch dichter, der Wohlgeruch noch stärker, weil ihn da der Wind hin und her wehte. Überall musste es wieder hinsetzen. So vergingen die Stunden. Die Sonne war längst über den Mittag hinaus, als ein Trüppchen der Geißen ganz ernsthaft auf die Blumenhalde zugeschritten kam. Es war nicht ihr Weideplatz, sie wurden nie dahin geführt, denn es gefiel ihnen nicht, in den Blumen zu grasen. Sie sahen aus wie eine Gesandtschaft, der Distelfink voran. Die Geißen waren sichtlich ausgegangen, ihre Gesellschafter zu suchen, die sie so lange im Stich gelassen hatten und über alle Ordnung hinaus fortgeblieben waren. Denn die Geißen kannten ihre Zeit wohl. Als der Distelfink die drei Vermissten in dem Blumenfelde entdeckte, stieß er ein überlautes Meckern aus. Und auf der Stelle stimmte der ganze Chor ein. Und fortmeckern kamen sie alle dahergetrabt. Jetzt erwachte der Peter. Er musste sich aber stark die Augen reiben, denn es hatte ihm geträumt, der Rollstuhl stehe wieder schön rot gepolstert und unversehrt vor der Hütte, und noch im Erwachen hatte er die goldenen Nägel um das Polster herum in der Sonne blitzen gesehen. Aber jetzt entdeckte er, dass es nur die gelben Glitzerblümchen auf dem Boden gewesen waren. Jetzt kam dem Peter die Angst zurück, die er beim Anblick des unbeschädigten Stuhles ganz verloren hatte. Wenn auch das Heidi versprochen hatte, nichts zu machen, so war nun doch die Furcht dem Peter lebendig geworden, die ganze Sache könne auch sonst noch auskommen. Er ließ sich jetzt ganz zahm und willig zum Führer machen und tat alles perfekt so, wie das Heidi es haben wollte. Als nun wieder alle drei auf dem Weideplatz angekommen waren, holte das Heidi hurtig seinen vollen Speisesack herbei und schickte sich an, sein Versprechen zu lösen. Denn auf den Inhalt des Sackes hatte seine Drohung sich bezogen. Es hatte wohl bemerkt am Morgen, wie viel gute Sachen der Großvater da hineinpackte, und mit Freuden hatte es vorausgesehen, dass dem Peter davon ein guter Teil zufallen werde. Als er dann aber so störrig war, wollte es ihm zu verstehen geben, dass er nichts bekomme, was der Peter aber anders gedeutet hatte. Nun holte Heidi Stück für Stück aus seinem Sack heraus und machte drei Häufchen davon. Die wurden so hoch, dass es voller Befriedigung vor sich hin sagte, »Dann bekommt er noch alles, was wir zu viel haben.« Jetzt trug es jedem sein Häufchen zu, und mit dem seinigen setzte es sich neben Klara hin, und die Kinder ließen sich's wohlschmecken nach der großen Anstrengung. Es ging aber, wie das Heidi vorausgesehen hatte. Als sie beide völlig satt waren, blieb noch so viel übrig, dass dem Peter noch einmal ein Häufchen so groß wie das erste zugeschoben werden konnte. Er aß still und beharrlich alles auf und dann noch die Krumen. Aber er vollzog sein Werk nicht mit der gewohnten Befriedigung. Dem Peter lag etwas auf dem Magen, das nagte und würgte ihn und klemmte ihm jeden Bissen zusammen. Die Kinder waren so spät zu ihrer Mahlzeit gekommen, dass schon gleich nachher der Großvater zu sehen war, der die Alm hinanstieg, um sie abzuholen. Das Heidi stürzte ihm entgegen. Es musste ihm zuerst sagen, was sich ereignet hatte.
Es war indes so erregt von seiner beglückenden Nachricht, dass es die Worte fast nicht fand, sie dem Großvater mitzuteilen. Er verstand aber sogleich, was das Kind berichtete, und eine helle Freude kam auf sein Gesicht. Er beschleunigte seinen Schritt und bei Klara angekommen, sagte er fröhlich lächelnd, »So, haben wir es gewagt? Nun haben wir es auch gewonnen.« Dann hob er Klara vom Boden auf, umfasste sie mit dem linken Arm und hielt ihr seine rechte als starke Stütze für ihre Hand hin. Und Klara marschierte mit der festen Wand im Rücken noch viel sicherer und unerschrockener dahin, als sie vorher getan hatte. Das Heidi hüpfte und jauchzte nebenher, und der Großvater sah aus, als sei ihm ein großes Glück widerfahren. Jetzt nahm er aber Klara mit einem Mal auf seinen Arm und sagte, »Wir wollen's nicht übertreiben, es ist auch Zeit zur Heimkehr.« Und er machte sich gleich auf den Weg, denn er wusste, dass nun der Anstrengungen für heute genug waren und Klara der Ruhe bedurfte. Als der Peter spät am Abend mit seinen Geißen nach dem Dörfli herunterkam, stand eine Menge von Leuten an einem Knäuel zusammen, und eins stieß das andere ein wenig weg, um besser sehen zu können, was mittendrin am Boden lag. Das musste der Peter auch sehen. Er drückte und drängte rechts und links und bohrte sich hinein. Da, jetzt sah er's. Auf dem Grase lag das Mittelstück vom Rollstuhl, und noch ein Teil des Rückens hing daran. Das rote Polster und die glänzenden Nägel zeugten noch davon, wie prächtig der Stuhl in seiner Vollkommenheit ausgesehen hatte. »Ich war dabei, als sie ihn hinauftrugen«, sagte der Bäcker, der neben dem Peter stand. »Wenigstens 500 Franken war er wert, das wette ich mit jedem. Es nimmt mich nur Wunder, wie es zugegangen ist.« »Der Wind kann ihn heruntergejagt haben. Das hat der Öhi selbst gesagt«, bemerkte die Barbel, die nicht genug das schöne rote Zeug bewundern konnte. »Es ist gut, dass es kein anderer ist, der es getan hat«, sagte der Bäcker wieder. »Dem ging's schön. Wenn es der Herr in Frankfurt vernimmt, wird er schon untersuchen lassen, wie es zugegangen ist. Ich für mich bin froh, dass ich seit 2 Jahren nie mehr auf der Alm war. Der Verdacht kann auf jeden fallen, der um die Zeit dort oben gesehen wurde.« Es wurden noch viele Meinungen ausgesprochen, aber der Peter hatte genug gehört. Er kroch ganz zahm und sachte aus dem Knäuel heraus und lief aus allen Kräften dem Berg hinauf, so als wäre einer hinter ihm drein, der ihn packen wollte. Die Worte des Bäckers hatten ihm eine furchtbare Angst eingejagt. Er wusste ja jetzt, dass jeden Augenblick ein Polizeidiener aus Frankfurt ankommen konnte, der die Sache untersuchen musste. Und dann konnte es doch rauskommen, dass er es getan hatte, und dann würden sie ihn packen und nach Frankfurt ins Zuchthaus schleppen. Das sah der Peter vor sich, und seine Haare sträubten sich vor Schrecken. Ganz verstört kam er daheim an. Er gab keine Antwort auf gar nichts. Er wollte seine Kartoffeln nicht essen, eilends kroch er in sein Bett hinein und stöhnte. »Der Peterli hat wieder Sauerampfer gegessen, er hat's im Magen, dass er so ächzen muss«, meinte die Mutter Brigitte. »Du musst ihm ein wenig mehr Brot mitgeben. Gib ihm morgen noch ein Stücklein von dem meinen«, sagte die Großmutter mitleidig. Als die Kinder heute von ihren Betten in den Sternenschein hinausschauten, sagte das Heidi, »Hast du nicht heute den ganzen Tag denken müssen, wie gut es doch ist, dass der liebe Gott nicht nachgibt, wenn wir noch so furchtbar stark beten um etwas, wenn er etwas viel Besseres weiß?« »Warum sagst du das jetzt auf einmal, Heidi?«, fragte Klara. »Weißt du, weil ich in Frankfurt so stark gebetet hatte, dass ich doch auf der Stelle heimgehen könne, und weil ich das immer nicht konnte, habe ich gedacht, der liebe Gott hat nicht zugehört. Aber weißt du, wenn ich so bald fortgelaufen wäre, so wärest du nie gekommen, und du wärest nicht gesund geworden auf der Alp.« Klara war ganz nachdenklich geworden. »Aber Heidi«, fing sie nun wieder an, »dann müssten wir ja um gar nichts beten, weil der liebe Gott ja schon immer etwas viel Besseres im Sinn hat, als wir wissen und wir von ihm erbitten wollen.« »Ja, ja, Klara, meinst du, es gehe denn nur so?«, eiferte jetzt das Heidi. »Alle Tage muss man zum lieben Gott beten und um alles, alles, denn er muss doch hören, dass wir es nicht vergessen, dass wir alles von ihm bekommen. Und wenn wir den lieben Gott vergessen wollen, so vergisst er uns auch. Das hat die Großmama gesagt.
Aber weißt du, wenn wir dann nicht bekommen, was wir gern hätten, dann müssen wir nicht denken, der liebe Gott hat nicht zugehört und ganz aufhören zu beten, sondern dann müssen wir so beten. Jetzt weiß ich schon, lieber Gott, dass du etwas Besseres im Sinn hast, und jetzt will ich nur froh sein, dass du es so gut machen willst. Wie ist dir das alles so in den Sinn gekommen, Heidi? Fragte Klara. Die Großmama hat's mir zuerst erklärt, und dann ist es auch so gekommen, und dann habe ich's gewusst. Aber ich meine auch, Klara, fuhr das Heidi fort, indem es sich aufsetzte, heute müssen wir gewiss dem lieben Gott noch recht danken, dass er das große Glück geschickt hat, dass du jetzt gehen kannst. Ja, gewiss, Heidi, du hast recht, und ich bin froh, dass du mich noch erinnerst. Vor lauter Freude hätte ich es fast vergessen. Jetzt beteten die Kinder noch und dankten dem lieben Gott jedes in seiner Weise für das herrliche Gut, das er der so lange krank gewesenen Klara geschenkt hatte. Am anderen Morgen meinte der Großvater, nun könnte man einmal an die Frau Großmama schreiben, ob sie nicht jetzt nach der Alp kommen wolle. Es wäre da etwas Neues zu sehen. Aber die Kinder hatten einen anderen Plan gemacht. Sie wollten der Großmama eine große Überraschung bereiten. Erst sollte Klara das Gehen noch besser lernen, so dass sie allein auf das Heidi gestützt einen kleinen Gang machen könnte. Vor allem aber müsse die Großmama keine Ahnung haben. Nun wurde der Großvater beraten, wie lange das noch währen könnte, und da er meinte kaum 8 Tage, so wurde im nächsten Briefe die Großmama dringend eingeladen, um diese Zeit auf die Alp zu kommen. Von etwas Neuem wurde ihr aber kein Wort berichtet. Die Tage, die nun folgten, waren noch von den allerschönsten, welche Klara auf der Alp verlebt hatte. Jeden Morgen erwachte sie mit der lauten Freudenstimme in ihrem Herzen. »Ich bin gesund!« Ich bin gesund, ich muss nicht mehr im Rollstuhl sitzen, ich kann selbst umhergehen, wie die anderen Menschen. Dann folgte das Umhergehen, und jeden Tag ging es leichter und besser, und immer längere Gänge konnten gemacht werden. Die Bewegung brachte dann einen solchen Appetit mit sich, dass der Großvater seine dicken Butterschnitten täglich ein wenig größer machte und mit Wohlgefallen sah, wie sie verschwanden. Er brachte jetzt auch immer einen großen Topf voll von der schäumenden Milch herbei und füllte Schüsselchen um Schüsselchen. So kam das Ende der Woche heran und damit der Tag, der die Großmama bringen sollte. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johanna Spyri. Kapitel 9. Es wird Abschied genommen, aber auf Wiedersehen. Die Großmama hatte einen Tag vor ihrer Ankunft noch einen Brief nach der Alp hinaufgeschrieben, damit sie oben bestimmt wüssten, dass sie komme. Diesen Brief brachte am anderen Tage der Peter in der Frühe mit sich, als er auf die Weide zog. Schon war der Großvater mit den Kindern aus der Hütte getreten, und auch Schwänli und Bärli standen beide draußen und schüttelten lustig ihre Köpfe in der frischen Morgenluft, während die Kinder sie streichelten und ihnen glückliche Reise wünschten zu ihrer Bergfahrt. Behaglich stand der Öhi dabei und schaute bald auf die frischen Gesichter der Kinder, bald auf seine sauber glänzenden Geißen nieder. Beides musste ihm gefallen, denn er lächelte vergnüglich. Jetzt kam der Peter heran. Als er die Gruppe gewahr wurde, näherte er sich langsam, streckte den Brief dem Öhi entgegen, und sobald dieser ihn erfasst hatte, sprang er scheu zurück, so als ob ihn etwas erschreckt habe. Und dann guckte er schnell hinter sich, gerade als ob von hinten ihn auch noch etwas hätte erschrecken wollen. Dann machte er einen Sprung und lief davon, den Berg hinauf. »Großvater«, sagte das Heidi, das den Vorgang verwundert zugeschaut hatte. »Warum tut der Peter jetzt immer wie der große Türk, wenn der eine Rute hinter sich merkt? Dann scheut er mit dem Kopf und schüttelt ihn nach allen Seiten und macht auf einmal Sprünge in die Luft hinauf.« »Vielleicht merkt der Peter auch eine Rute hinter sich, die er verdient«, antwortete der Großvater. Nur die erste Halde hinauf lief der Peter so in einem Zuge davon. Sobald man ihn von unten nicht mehr sehen konnte, kam es anders. Da stand er still und drehte scheu den Kopf nach allen Seiten. Plötzlich tat er einen Sprung und schaute hinter sich, so erschreckt, als habe ihn eben einer im Genick gepackt. Hinter jedem Busch hervor, aus jeder Hecke heraus, meinte jetzt der Peter den Polizeidiener aus Frankfurt auf sich losstürzen zu sehen. Je länger aber diese gespannte Erwartung dauerte, je schreckhafter wurde es dem Peter zumute. Er hatte keinen ruhigen Augenblick mehr.
Nun musste das Heidi seine Hütte aufräumen, denn die Großmama sollte doch alles in guter Ordnung finden, wenn sie kam. Klara fand dieses geschäftige Treiben Heidis in allen Ecken der Hütte herum immer so kurzweilig, dass sie mit Vorliebe dieser Tätigkeit zuschaute. So vergingen die frühen Morgenstunden den Kindern unversehens. Und schon konnte man der Ankunft der Großmama entgegensehen. Jetzt kamen die Kinder bereit und zum Empfange gerüstet wieder heraus und setzten sich nebeneinander auf die Bank vor die Hütte, in voller Erwartung auf die kommenden Ereignisse. Auch der Großvater trat jetzt wieder zu ihnen. Er hatte einen Gang gemacht und hatte einen großen Strauß dunkelblauer Enzianen mitgebracht, die leuchteten so schön in der hellen Morgensonne, dass die Kinder aufjauchzten bei dem Anblick. Der Großvater trug sie in die Hütte hinein. Von Zeit zu Zeit sprang das Heidi von der Bank, um auszuspähen, ob von dem Zuge der Großmama noch nichts zu entdecken sei. Aber jetzt, da kam es von unten herauf, gerade so, wie das Heidi es erwartet hatte. Voran stieg der Führer, dann kam das weiße Ross und die Großmama darauf. Und zuletzt kam der Träger mit dem hohen Reff, denn ohne reichlich Schutzmittel zog die Großmama nun einmal nicht auf die Alp. Näher und näher kam der Zug. Jetzt war die Höhe erreicht. Die Großmama erblickte die Kinder von ihrem Pferde herunter. »Was ist denn das? Was sehe ich, Klärchen? Du sitzt es nicht in deinem Sessel? Wie ist das möglich?« rief sie erschrocken aus und stieg nun eilig herunter. Bevor sie aber noch bei den Kindern angekommen war, schlug sie die Hände zusammen und rief in der höchsten Aufregung, »Klärchen! Bist du's oder bist du's nicht? Du hast ja rote Wangen, kugelrunde. Kind, ich kenne dich nicht mehr!« Und jetzt wollte die Großmama auf Klara losstürzen. Aber unversehens war das Heidi von der Bank geglitten, Klara hatte sich schnell auf seine Schultern gestützt, und fort wanderten die Kinder, ganz gelassen einen kleinen Spaziergang machend. Die Großmama war plötzlich stillgestanden. Erst vor Schrecken, denn sie meinte nicht anders, als dass Heidi stellte eben etwas Unerhörtes an. Aber was sah sie vor sich? Aufrecht und sicher ging Klara neben dem Heidi her. Jetzt kamen sie wieder zurück, beide mit strahlenden Gesichtern, beide mit rosenroten Backen. Jetzt stürzte die Großmama ihnen entgegen. Lachend und weinend umarmte sie ihr Klärchen, dann das Heidi, dann wieder Klara. Vor Freude fand die Großmama gar keine Worte. Auf einmal fiel ihr Blick auf den Öhi, der bei der Bank stand und mit behaglichem Lächeln nach den dreien herüberschaute. Jetzt fasste die Großmama Klaras Arm in den ihrigen und wanderte mit ihr unter immerwährenden Ausrufungen des Entzückens, dass es ja wirklich so sei, dass sie umherwandern könne mit dem Kinde, der Bank zu. Hier ließ sie Klara los und ergriff den Alten bei beiden Händen. »Mein lieber Öhi, mein lieber Öhi, was haben wir Ihnen zu danken? Es ist Ihr Werk, es ist Ihre Sorge und Pflege.« »Und unseres Herrgott Sonnenschein und Almluft«, fiel der Öhi lächelnd ein. »Ja, und Schwänlis gute, schöne Milch gewiss auch«, rief nun Klara ihrerseits. »Großmama, du solltest nur wissen, wie ich die Geißenmilch trinken kann und wie gut sie ist.« »Ja, das kann ich an deinen Backen sehen, Klärchen«, sagte jetzt die Großmama lächelnd. »Nein, dich kennt man nicht mehr. Rund, breit bist du ja geworden, wie ich nie geahnt, dass du je werden könntest. Und groß bist du, Klärchen. Nein, ist es denn auch wahr? Ich kann dich ja nicht genug ansehen. Aber nun muss auf der Stelle telegrafiert werden an meinen Sohn in Paris. Er muss sogleich kommen. Ich sag ihm nicht, warum. Das ist die größte Freude seines Lebens. Mein lieber Öhi, wie machen wir das? Sie haben wohl die Männer schon entlassen?« »Die sind fort«, antwortete er. »Aber wenn's der Frau Großmama pressiert, so lässt man den Geißenhüter herunterkommen. Der hat Zeit.« Die Großmama bestand darauf, sofort ihrem Sohne eine Depesche zu schicken, denn dieses Glück sollte ihm keinen Tag vorenthalten bleiben. Nun ging der Öhi ein wenig auf die Seite, und hier tat er einen so durchdringenden Pfiff durch seine Finger, dass es hoch oben von den Felsen zurückpfiff, so weit weg hatte er das Echo geweckt. Es währte gar nicht lange, so kam der Peter heruntergerannt. Er kannte den Pfiff wohl. Der Peter war kreideweiß.
denn er dachte, der Almöhi rufe ihn zum Gericht. Es wurde ihm aber nur ein Papier übergeben, das die Großmama unterdessen überschrieben hatte. Und der Öhi erklärte ihm, er habe das Papier sofort ins Dörfli hinunterzutragen und auf dem Postamt abzugeben. Die Bezahlung werde der Öhi später selbst in Ordnung bringen, denn so viele Dinge auf einmal konnte man dem Peter nicht übertragen. Dieser ging nun mit seinem Papier in der Hand, für diesmal wieder erleichtert, davon. Denn der Öhi hatte ja nicht zum Gericht gepfiffen, es war kein Polizeidiener gekommen. Endlich konnte man sich denn fest und ruhig zusammen um den Tisch vor der Hütte herumsetzen, und nun musste der Großmama erzählt werden, wie von Anfang an alles sich zugetragen hatte. Wie zuerst der Großvater jeden Tag ein wenig das Stehen und dann ein Schrittchen mit Klara probiert hatte, wie dann die Reise auf die Weide gekommen war und der Wind den Rollstuhl fortgejagt hatte, wie Klara vor Begierde nach den Blumen den ersten Gang machen konnte und so eins aus dem anderen gekommen war. Aber es währte lange, bis diese Erzählung von den Kindern zu Ende gebracht wurde, denn zwischendurch musste die Großmama immer wieder in Verwunderung und in Lob und Dank ausbrechen, und immer wieder rief sie aus: »Aber ist es denn auch möglich? Ist es denn auch wirklich kein Traum? Sind wir denn auch alle wach? Und sitzen wir hier vor der Almhütte? Und das Mädchen vor mir mit dem runden, frischen Gesicht ist mein altes, bleiches, kraftloses Klärchen?« Und Klara und Heidi hatten immer neue Freude, dass ihre schön ausgedachte Überraschung so gut gelungen war bei der Großmama und immer noch fortwirkte. Herr Sesemann hatte unterdessen seine Geschäfte in Paris beendet, und auch er hatte vor, eine Überraschung zu bereiten. Ohne ein Wort an seine Mutter zu schreiben, setzte er sich an einem der sonnigen Sommermorgen auf die Eisenbahn und fuhr in einem Zuge bis nach Basel, von wo er in aller Frühe des folgenden Tages gleich wieder aufbrach, denn es hatte ihn ein großes Verlangen ergriffen, einmal wieder sein Töchterchen zu sehen, von dem er nun den ganzen Sommer durch getrennt gewesen war. Im Bade Ragaz kam er einige Stunden nach der Abfahrt seiner Mutter an. Die Nachricht, dass sie eben heute die Reise nach der Alp unternommen habe, kam ihm gerade recht. Sofort setzte er sich in einen Wagen und fuhr nach Maienfeld hinüber. Als er da hörte, dass er auch noch bis zum Dörfli hinauffahren könne, tat er dies, denn er dachte, die Fußpartie den Berg hinauf werde ihm immer noch lang genug werden. Herr Sesemann hatte sich nicht getäuscht. Die unausgesetzte Steigung die Alp hinan kam ihm sehr lang und beschwerlich vor. Noch immer war keine Hütte in Sicht, und er wusste doch, dass auf halbem Wege er auf die Wohnung des Geißenpeters stoßen sollte, denn oftmals hatte er die Beschreibung dieses Weges vernommen. Es waren überall Spuren von Fußgängern zu sehen. Manchmal gingen die schmalen Wege nach allen Richtungen hin. Herr Sesemann wurde unsicher, ob er auch auf dem richtigen Pfade sei oder ob vielleicht die Hütte auf einer anderen Seite der Alp liege. Er sah sich um, ob kein menschliches Wesen zu entdecken sei, das er um den Weg befragen könnte. Aber es war still ringsum. Weit und breit war nichts zu sehen noch zu hören. Nur der Bergwind sauste dann und wann durch die Luft, und im sonnigen Blau summten die kleinen Mücken, und ein lustiges Vögelein pfiff da und dort auf einem einsamen Lärchenbäumchen. Herr Sesemann stand eine Weile still und ließ sich die heiße Stirne vom Alpenwinde kühlen. Jetzt kam jemand von oben heruntergelaufen. Es war der Peter mit seiner Depesche in der Hand. Er lief geradeaus, steil herunter, nicht auf dem Fußwege, auf dem Herr Sesemann stand. Sobald der Läufer aber nahe genug war, winkte ihm Herr Sesemann, dass er herüberkommen sollte. Zögernd und scheu kam der Peter heran, seitwärts, nicht geradeaus, und so, als könne er nur mit dem einen Fuß richtig vorankommen und müsse den anderen nachschleppen. »Na, Junge, frisch heran«, ermunterte Herr Sesemann. »Jetzt sag mir mal, komme ich auf diesem Wege zu der Hütte hinauf, wo der alte Mann mit dem Kinde Heidi wohnt, bei dem die Leute aus Frankfurt sind?« Ein dumpfer Ton furchtbarsten Schreckens war die Antwort, und so maßlos schoss der Peter davon, dass er kopfüber und über die steile Halde hinabstürzte und fortrollte in unwillkürlichen Purzelbäumen, immer weiter und weiter, ganz ähnlich wie der Rollstuhl getan hatte, nur dass glücklicherweise der Peter nicht in Stücke ging, wie es bei dem Sessel der Fall gewesen war.
Nur die Depesche wurde arg zugerichtet und flog in Fetzen davon. Merkwürdig schüchterner Bergbewohner, sagte Herr Sesemann vor sich hin. Denn er dachte nicht anders, als dass die Erscheinung eines Fremden diesen starken Eindruck auf den einfachen Alpensohn hervorgebracht habe. Nachdem er Peters gewalttätige Talfahrt noch ein wenig betrachtet hatte, setzte Herr Sesemann seinen Weg weiter fort. Der Peter konnte trotz aller Anstrengung keinen festen Standpunkt gewinnen. Er rollte immer zu, und von Zeit zu Zeit überschlug er sich noch in besonderer Weise. Aber das war nicht die schrecklichste Seite seines Schicksals in diesem Augenblick. Viel erschrecklicher waren die Angst und das Entsetzen, die ihn erfüllten. Nun er wusste, dass der Polizeidiener aus Frankfurt wirklich angekommen war. Denn er konnte nicht daran zweifeln, dass der Fremde es sei, der den Frankfurtern beim Almöhi nachgefragt hatte. Jetzt, am letzten hohen Abhange oberhalb des Dörfli, warf es den Peter an einen Busch hin. Da konnte er sich endlich festklammern. Einen Augenblick blieb er noch liegen. Er musste sich erst wieder ein wenig besinnen, was mit ihm sei. »Gut so, wieder einer«, sagte eine Stimme hart neben dem Peter. »Und wer kriegt morgen den Puff da droben, dass er herunterkommt wie ein schlecht vernähter Kartoffelsack?« Es war der Bäcker, der so spottete. Da er da droben aus seinem heißen Tagewerk weg sich ein wenig erluften wollte, hatte er ruhig zugesehen, wie eben der Peter dem Heranrollen des Stuhles nicht unähnlich von oben heruntergekommen war. Der Peter schnellte auf seine Füße. Er hatte einen neuen Schrecken. Jetzt wusste der Bäcker auch schon, dass der Stuhl einen Puff bekommen hatte. Ohne ein einziges Mal zurückzusehen, lief der Peter wieder in den Berg hinauf. Am liebsten wäre er jetzt heimgegangen und in sein Bett gekrochen, dass ihn keiner mehr finden konnte, denn da fühlte er sich am sichersten. Aber er hatte ja die Geißen noch oben, und der Öhi hatte ihm noch eingeschärft, bald wiederzukommen, damit die Herde nicht zu lange allein sei. Den Öhi aber fürchtete er vor allen anderen und hatte einen solchen Respekt vor ihm, dass er niemals gewagt hätte, ihm ungehorsam zu sein. Der Peter ächzte laut und hinkte weiter. Es musste ja sein, er musste wieder hinauf. Aber rennen konnte er jetzt nicht mehr. Die Angst und die mannigfaltigen Stöße, die er soeben erduldet hatte, konnten nicht ohne Wirkung bleiben. So ging es dann mit Hinken und Stöhnen weiter die Alm hinauf. Herr Sesemann hatte kurz nach der Begegnung mit Peter die erste Hütte erreicht und wusste nun, dass er auf dem richtigen Wege war. Er stieg mit erneutem Mute weiter, und endlich, nach langer, mühevoller Wanderung, sah er sein Ziel vor sich. Dort oben stand die Almhütte, und oben darüber wogten die dunklen Wipfel der alten Tannen. Herr Sesemann ging mit Freuden an die letzte Steigung. Gleich konnte er sein Kind überraschen. Aber schon war er von der Gesellschaft vor der Hütte entdeckt und erkannt worden, und für den Vater wurde vorbereitet, was er nicht ahnte. Als er den letzten Schritt zur Höhe getan hatte, kamen ihm von der Hütte her zwei Gestalten entgegen. Es war ein großes Mädchen mit hellblonden Haaren und einem rosigen Gesichtchen. Das stützte sich auf das kleinere Heidi, dem ganze Freudenblitze aus den dunklen Augen funkelten. Herr Sesemann stutzte. Er stand still und starrte die Herankommenden an. Auf einmal stürzten ihm die großen Tränen aus den Augen. Was stiegen auch für Erinnerungen in seinem Herzen auf? Ganz so hatte Claras Mutter ausgesehen, das blonde Mädchen mit den angehauchten Rosenwangen. Herr Sesemann wusste nicht, war er wachend oder träumte er. »Papa, kennst du mich denn gar nicht mehr?« rief ihm jetzt Clara mit freudestrahlendem Gesicht entgegen. »Bin ich denn so verändert?« Nun stürzte Herr Sesemann auf sein Töchterchen zu und schloss es in seine Arme. »Ja, du bist verändert. Ist es möglich? Ist es Wirklichkeit?« Und der überglückliche Vater trat wieder einen Schritt zurück, um noch einmal hinzusehen, ob denn das Bild nicht verschwinde vor seinen Augen. »Bist du's, Klärchen? Bist du's denn wirklich?« musste er einmal ums andere ausrufen. Dann schloss er sein Kind wieder in die Arme, und gleich nachher musste er noch einmal sehen, ob es wirklich sein Klärchen sei, das aufrecht vor ihm stand. Jetzt war auch die Großmama herbeigekommen, sie konnte nicht so lange warten, bis sie das glückliche Gesicht ihres Sohnes erblicken sollte.
Na, mein lieber Sohn, was sagst du jetzt?« rief sie ihm zu. »Die Überraschung, die du uns machst, ist recht schön, aber diejenige, die man dir bereitet hat, ist noch viel schöner, nicht?« Und die erfreute Mutter begrüßte nun mit großer Herzlichkeit ihren lieben Sohn. »Aber jetzt, mein Lieber«, sagte sie dann, »kommst du mit mir dort hinüber, unseren Ui zu begrüßen. Der ist unser allergrößter Wohltäter.« »Gewiss, und auch unsere Hausgenossin, unser kleines Heidi, muss ich noch begrüßen«, sagte Herr Sesemann, indem er Heidis Hand schüttelte. »Nun, immer frisch und gesund auf der Alp?« »Aber man muss nicht fragen. Kein Alpenröschen kann blühender aussehen.« »Das ist mir eine Freude, Kind, das ist mir eine große Freude.« Auch das Heidi schaute mit leuchtender Freude zu dem freundlichen Herrn Sesemann auf. Wie gut war er immer zu ihm gewesen. Und dass er nun hier auf der Alp ein solches Glück finden sollte, das machte Heidis Herz laut schlagen vor großer Freude. Jetzt führte die Großmama ihren Sohn zum Almöhi hinüber. Und während nun die beiden Männer sich sehr herzlich die Hände schüttelten und Herr Sesemann begann, seinen tiefgefühlten Dank auszusprechen und sein unermessliches Erstaunen darüber, wie nur dieses Wunder hatte geschehen können, da wandte sich die Großmama und ging ein wenig nach der anderen Seite hinüber, denn das hatte sie nun schon durchgesprochen. Sie wollte einmal nach den alten Tannen sehen. Da harrte ihrer schon wieder etwas Unerwartetes. Mitten unter den Bäumen, da, wo die langen Äste noch einen freien Platz gelassen hatten, stand ein großer Busch der wundervollsten dunkelblauen Enzianen, so frisch und glänzend, als wären sie eben da herausgewachsen. Die Großmama schlug die Hände zusammen vor Entzücken. »Wie köstlich, wie prächtig, welch ein Anblick!« rief sie einmal ums andere aus. »Heidi, mein liebes Kind, komm hierher! Hast du mir das zur Freude bereitet?« »Es ist vollkommen wundervoll.« Die Kinder waren schon da. »Nein, nein, ich gewiss nicht«, sagte das Heidi, »aber ich weiß schon, wer es gemacht hat.« »So ist's oben auf der Weide, Großmama, und noch viel schöner«, fiel hier Klara ein. »Aber rat einmal, wer die heut früh schon die Blumen von der Weide heruntergeholt hat.« Und Klara lächelte so vergnüglich zu ihrer Rede, dass der Großmama einen Augenblick der Gedanke kam, das Kind sei am Ende heute selbst schon dort oben gewesen. Das war doch aber fast nicht möglich. Jetzt hörte man ein leises Geräusch hinter den Tannenbäumen. Es kam vom Peter her, der unterdessen hier oben angelangt war. Da er aber gesehen hatte, wer beim Öhi vor der Hütte stand, hatte er einen großen Bogen gemacht und wollte nun ganz heimlich hinter den Tannen hinausschleichen. Aber die Großmama hatte ihn erkannt, und plötzlich stieg ein neuer Gedanke in ihr auf. Sollte der Peter die Blumen heruntergebracht haben und nun aus lauter Scheu und Bescheidenheit so heimlich vorbeischleichen wollen? Nein, das durfte nicht sein. Er sollte doch eine kleine Belohnung haben. »Komm, mein Junge, komm hier heraus, frisch ohne Scheu«, rief die Großmama laut und steckte ein wenig den Kopf zwischen die Bäume hinein. Starr vor Schrecken stand der Peter still. Er hatte keine Widerstandskraft mehr nach allem Erlebten. Er fühlte nur noch das eine, jetzt ist's aus. Alle Haare standen ihm aufrecht auf dem Kopf, und farblos und entstellt von höchster Angst trat der Peter hinter den Tannen hervor. »Nur frisch heran, ohne Umwege«, ermunterte die Großmama. »So, nun sag mir mal, Junge, hast du das gemacht?« Der Peter hob seine Augen nicht auf und sah nicht, wohin der Zeigefinger der Großmama wies. Er hatte gesehen, dass der Ui an der Ecke der Hütte stand und dass dessen graue Augen durchdringend auf ihn gerichtet waren. Und neben dem Ui stand das Schrecklichste, das der Peter kannte, der Polizeidiener aus Frankfurt. An allen Gliedern, zitternd und bebend, stieß der Peter einen Laut hervor. Es war ein »Ja«. »Nanu«, sagte die Großmama, »was ist denn das Schreckliche dabei?« »Dass er auseinander ist und dass man ihn nicht mehr ganz machen kann«, brachte mühsam der Peter heraus. Und nun schlotterten seine Knie so, dass er fast nicht mehr stehen konnte.
Die Großmama ging nach der Hüttenecke hinüber. »Mein lieber Öhi, rappelt es denn wirklich ernstlich bei dem armen Buben?« fragte sie teilnehmend. »Gar nicht, gar nicht«, versicherte der Öhi. »Der Bube ist nur der Wind, der den Rollstuhl fortgejagt hat, und nun erwartet er seine wohlverdiente Strafe.« Das konnte nun die Großmama gar nicht glauben, denn sie meinte, boshaft sehe der Peter doch ganz und gar nicht aus, und sonst hätte er doch keinen Grund gehabt, den so notwendigen Rollstuhl zu zerstören. Aber dem Öhi war das Geständnis nur die Bestätigung eines Verdachtes gewesen, der gleich nach der Tat in ihm aufgestiegen war. Die grimmigen Blicke, die der Peter von Anfang an der Klara zugeworfen hatte, und andere Merkmale seiner Erbitterung gegen die neuen Erscheinungen auf der Alp, waren dem Öhi nicht entgangen. Er hatte einen Gedanken an den anderen gehängt, und so hatte er genau den ganzen Gang der Dinge erkannt und teilte ihn jetzt der Großmama in aller Klarheit mit. Als er zu Ende war, brach die Dame in große Lebhaftigkeit aus. »Nein, mein lieber Öhi. Nein, nein, den armen Jungen wollen wir nicht weiter strafen. Man muss billig sein. Da kommen die fremden Leute aus Frankfurt hereingebrochen und nehmen ihm ganze Wochen lang das Heidi weg, sein einziges Gut und wirklich ein großes Gut. Und da sitzt er allein Tag für Tag und hat das Nachsehen. Nein, nein, da muss man billig sein. Der Zorn hat ihn überwältigt und hat ihn zu der Rache getrieben, die ein wenig dumm war. Aber im Zorn werden wir alle dumm.« Damit ging die Großmama zum Peter zurück, der noch immerfort bebte und schlotterte. Sie setzte sich auf die Bank unter die Tanne und sagte freundlich, »So, nun komm, mein Junge, da vor mich hin. Ich habe dir etwas zu sagen. Höre auf zu zittern und zu beben und hör mir zu, das will ich haben. Du hast den Rollstuhl den Berg hinuntergejagt, damit er zerschmettere. Das war etwas Böses, das hast du recht wohl gewusst. Und dass du eine Strafe verdientest, das wusstest du auch. Und damit du diese nicht erhaltest, hast du dich recht anstrengen müssen, dass keiner es merke, was du getan hattest. Aber siehst du, wer etwas Böses tut und denkt, es weiß keiner, der verrechnet sich immer. Der liebe Gott sieht und hört ja doch alles. Und sobald er bemerkt, dass ein Mensch seine böse Tat verheimlichen will, so weckt er schnell in dem Menschen das Wächterchen auf, das er schon bei seiner Geburt in ihn hineingesetzt hat und das da drinnen schlafen darf, bis der Mensch ein Unrecht tut. Und das Wächterchen hat einen kleinen Stachel in der Hand, mit dem sticht es nun in einem fort den Menschen, dass er gar keinen ruhigen Augenblick mehr hat. Und auch mit seiner Stimme beängstigt es den Gequälten noch, denn es ruft ihm immer quälend zu, »Jetzt kommt alles aus, jetzt holen sie dich zur Strafe.« So muss er immer in Angst und Schrecken leben und hat keine Freude mehr, gar keine. Hast du nicht auch so etwas erfahren, Peter, eben jetzt? Der Peter nickte ganz zerknirscht, aber wie ein Kenner, denn gerade so war es ihm ergangen. Und noch in einer Weise hast du dich verrechnet, fuhr die Großmama fort. Sieh, wie das Böse, das du tatest, zum Besten ausfiel für die, der du es zufügen wolltest. Weil Klara keinen Sessel mehr hatte, auf den man sie hinbringen konnte und doch die schönen Blumen sehen wollte, so strengte sie sich ganz besonders anzugehen, und so lernte sie's und geht nun immer besser. Und bleibt sie hier, so kann sie am Ende jeden Tag hinauf zur Weide gehen, viel öfter, als sie in ihrem Stuhle hinaufgekommen wäre. Siehst du wohl, Peter, so kann der liebe Gott, was einer böse machen wollte, nur schnell in seine Hand nehmen und für den anderen, der geschädigt werden sollte, etwas Gutes daraus machen. Und der Bösewicht hat das Nachsehen und den Schaden davon. Hast du nun auch alles gut verstanden, Peter, ja? So denk daran. Und jedes Mal, wenn es dich wieder gelüsten sollte, etwas Böses zu tun, denk an das Wächterchen da drinnen mit dem Stachel und der unangenehmen Stimme. Willst du das tun? »Ja, so will ich«, antwortete der Peter, noch sehr gedrückt, denn noch wusste er ja nicht, wie alles enden würde, da der Polizeidiener immer noch drüben stand neben dem Öhi. »So, nun ist's gut. Die Sache ist abgetan«, schloss die Großmama. »Nun sollst du aber auch noch ein Andenken an die Frankfurter haben, das dich freut. So sag mir nun, mein Junge, hast du auch schon mal was gewünscht, was du haben möchtest?
Was war's denn? Was möchtest du am liebsten haben?« Jetzt hob der Peter seinen Kopf auf und starrte die Großmama mit ganz kugelrunden, erstaunten Augen an. Noch immer hatte er etwas Schreckliches erwartet, und nun sollte er auf einmal bekommen, was er gern hätte. Dem Peter kam alles durcheinander in seinen Gedanken. »Ja, ja, es ist mir ernst«, sagte die Großmama. »Du sollst etwas haben, das dich freut, zur Erinnerung an die Leute von Frankfurt und zum Zeichen, dass sie nicht mehr daran denken, dass du etwas Unrechtes getan hast. Verstehst du es nun, mein Junge?« In dem Peter fing die Einsicht zu dämmern an, dass er keine Strafe mehr zu befürchten habe und dass die gute Frau, die vor ihm saß, ihn aus der Gewalt des Polizeidieners errettet hatte. Jetzt empfand er eine Erleichterung, als fiele ein Berg von ihm ab, der ihn fast zusammengedrückt hatte. Aber nun hatte er auch begriffen, dass es besser geht, wenn man gleich eingesteht, was gefehlt ist, und auf einmal sagte er: »Und das Papier habe ich auch verloren.« Die Großmama musste sich ein wenig besinnen, aber der Zusammenhang kam ihr bald in den Sinn, und sie sagte freundlich: »So, so. Es ist recht, dass du's sagst. Immer gleich bekennen, was nicht recht ist. Dann kommt's wieder in Ordnung. Und jetzt, was hättest du gern?« Nun konnte der Peter auf der Welt wünschen, was er nur wollte. Es wurde ihm fast schwindelig. Der ganze Jahrmarkt von Maienfeld flimmerte vor seinen Augen, mit all den schönen Sachen, die er oft stundenlang angestaunt und für immer unerreichbar gehalten hatte. Denn Peters Besitztum hatte nie einen Fünfer überstiegen, und alle die lockenden Gegenstände kosteten immer das Doppelte. Da waren die schönen roten Pfeifchen, die er so gut für seine Geißen brauchen konnte. Da waren die lockenden Messer mit runden Heften, Krötenstecher genannt, mit denen man in allen Haselrutenhecken die besten Geschäfte machen konnte. Tiefsinnig stand der Peter da, denn er überdachte, welches von den zweien das wünschbarste wäre, und er fand den Entscheid nicht. Aber jetzt kam ihm ein lichtvoller Gedanke, so konnte er sich noch bis zum nächsten Jahrmarkt besinnen. »Einen Zehner«, antwortete Peter jetzt entschlossen. Die Großmama lachte ein wenig. »Das ist nicht übertrieben. So komm her.« Sie zog jetzt ihren Beutel heraus und nahm einen großen, runden Taler heraus. Darauf legte sie noch zwei Zehnerstückchen. »So, wir wollen gerade Rechnung machen«, fuhr sie fort. »Das will ich dir erklären. Hier hast du nun gerade so viele Zehner, als Wochen im Jahr sind. So kannst du jeden Sonntag einen Zehner hervornehmen und verbrauchen, das ganze Jahr durch.« »Meiner Lebtag?« fragte der Peter ganz harmlos. Jetzt musste die Großmama so ungeheuer lachen, dass die Herren drüben ihr Gespräch unterbrechen mussten, um zu hören, was da vorgehe. Die Großmama lachte immer noch. »Das sollst du haben, mein Junge. Das gibt einen Passus in mein Testament. Hörst du, mein Sohn? Und nachher geht er in das Deinige über. Also, dem Geißenpeter einen Zehner wöchentlich, solange er am Leben ist.« Herr Sesemann nickte zustimmend und lachte auch herüber. Der Peter schaute noch einmal auf das Geschenk in seiner Hand, ob es auch wirklich wahr sei. Dann sagte er: »Danke Gott!« Und nun rannte er davon in ganz ungewöhnlichen Sprüngen. Aber diesmal blieb er doch auf den Füßen, denn jetzt trieb ihm nicht der Schrecken davon, sondern eine Freude, wie der Peter noch gar keine gekannt hatte sein Leben lang. Alle Angst und Schrecken waren vergangen, und jede Woche hatte er einen Zehner zu erwarten, sein Leben lang. Als später die Gesellschaft vor der Almhütte das fröhliche Mittagsmahl beendet hatte und nun noch in allerlei Gesprächen zusammensaß, da nahm Klara ihren Vater, der ganz strahlte vor Freude und jedes Mal, wenn er sie wieder anschaute, noch ein wenig glücklicher aussah, bei der Hand und sagte mit einer Lebhaftigkeit, die man nie an der matten Klara gekannt hatte: »O Papa, wenn du nur wüsstest, was der Großvater alles für mich getan hat, so viel alle Tage, dass man es gar nicht nacherzählen kann, aber ich vergesse es in meinem ganzen Leben nicht, und immer denke ich, wenn ich nur dem lieben Großvater auch etwas tun könnte, oder etwas schenken, das ihm so recht Freude machen würde, auch nur halb so viel, wie er mir Freude gemacht hat.«
Das ist ja auch mein größter Wunsch, liebes Kind, sagte der Vater. Ich sinne schon immer darüber nach, wie wir unserem Wohltäter unseren Dank auch nur einigermaßen dartun könnten. Herr Sesemann stand jetzt auf und ging zum Öhi hinüber, der neben der Großmama saß und sich ausnehmend gut mit ihr unterhalten hatte. Er stand aber jetzt auch auf. Herr Sesemann ergriff seine Hand und sagte in der freundschaftlichsten Weise: »Mein lieber Freund, lassen Sie uns ein Wort zusammensprechen. Sie werden es verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass ich seit langen Jahren keine rechte Freude mehr kannte. Was war mir all mein Geld und Gut, wenn ich mein armes Kind anblickte, das ich mit keinem Reichtum gesund und glücklich machen konnte? Nächst unserem Gott im Himmel haben Sie mir das Kind gesund gemacht und mir wie ihm damit ein neues Leben geschenkt. Nun sprechen Sie, womit kann ich Ihnen meine Dankbarkeit zeigen? Vergelten kann ich nie, was Sie uns getan haben, aber was ich vermag, das stelle ich zu Ihrer Verfügung. Sprechen Sie, mein Freund, was darf ich tun?« Der Öhi hatte still zugehört und den glücklichen Vater mit vergnügtem Lächeln angeblickt. »Herr Sesemann glaubt mir wohl, dass ich meinen Teil an der großen Freude über die Genesung auf unserer Alm auch habe. Meine Mühe ist mir wohl dadurch vergolten«, sagte jetzt der Öhi in seiner festen Weise. »Für die gütigen Anerbietungen danke ich Herrn Sesemann. Ich habe nichts nötig. Solange ich lebe, habe ich für das Kind und für mich genug. Aber einen Wunsch hätte ich. Wenn mir der erfüllt werden könnte, so hätte ich für dieses Leben keine Sorge mehr.« »Sprechen Sie, mein lieber Freund«, drängte Herr Sesemann. »Ich bin alt«, fuhr der Öhi fort, »und kann nicht mehr lange hier bleiben. Wenn ich gehe, kann ich dem Kinde nichts hinterlassen, und Verwandte hat es keine mehr, nur eine einzige Person, die würde noch ihren Vorteil aus ihm ziehen wollen. Wenn mir der Herr Sesemann die Zusicherung geben wollte, dass das Heidi nie in seinem Leben hinaus muss, um sein Brot unter den Fremden zu suchen, dann hätte er mir reichlich zurückgegeben, was ich für ihn und für sein Kind tun konnte.« »Aber, mein lieber Freund, davon kann ja niemals eine Rede sein«, brach Herr Sesemann nun aus. »Das Kind gehört ja zu uns. Fragen Sie meine Mutter, meine Tochter. Das Kind Heidi werden Sie ja in Ihrem Leben nicht anderen Leuten überlassen. Aber da, wenn es Ihnen eine Beruhigung ist, mein Freund, hier meine Hand darauf. Ich verspreche Ihnen, nie in seinem Leben soll dieses Kind hinaus, um unter fremden Menschen sein Brot zu verdienen. Dafür will ich sorgen, auch über meine Lebenszeit hinaus. Nun aber will ich noch etwas sagen. Dieses Kind ist nicht für ein Leben in der Fremde gemacht, wie auch die Verhältnisse wären, das haben wir erfahren. Aber es hat sich Freunde gemacht. Einen solchen kenne ich, der ist noch in Frankfurt. Da tut er seine letzten Geschäfte ab und dann nachher dahin zu gehen, wo es ihm gefällt. Und sich da zur Ruhe zu setzen. Das ist mein Freund, der Doktor, der noch diesen Herbst hier ankommen wird und, Ihren Rat dazu in Anspruch nehmend, sich in dieser Gegend niederlassen will. Denn in Ihrer und des Kindes Gesellschaft hat er sich so wohl befunden wie sonst nirgends mehr. So sehen Sie, das Kind Heidi wird fortan zwei Beschützer in seiner Nähe haben. Mögen ihm beide miteinander noch recht lange erhalten bleiben.« »Das gebe der liebe Gott«, fiel hier die Großmama ein, und den Wunsch ihres Sohnes bestätigend, schüttelte sie dem Öhi eine gute Weile mit großer Herzlichkeit die Hand. Dann fasste sie auf einmal das Heidi um den Hals, das neben ihr stand, und zog es zu sich heran. »Und du, mein liebes Heidi, dich muss man doch auch noch fragen. Komm, sag mir mal, hast du denn nicht auch einen Wunsch, den du gern erfüllt hättest?« »Ja, freilich, das habe ich schon«, antwortete das Heidi und blickte sehr erfreut zu der Großmama auf. »So, das ist recht. So komm heraus damit«, ermunterte diese. »Was hättest du denn gern, Kind?« »Ich hätte gern mein Bett aus Frankfurt mit den drei hohen Kissen und der dicken Decke. Dann muss die Großmutter nicht mehr mit dem Kopf bergab liegen und kann fast nicht atmen. Und sie hat warm genug unter der Decke und muss nicht immer mit dem Schal ins Bett gehen, weil sie sonst so furchtbar friert.« Das Heidi hatte alles in einem Atemzuge gesagt, vor Eifer zu seinem gewünschten Ziel zu kommen. »Ach, mein liebes Heidi, was sagst du mir da?« rief die Großmama erregt aus. »Das ist gut, dass du mich erinnerst.
In der Freude vergisst man leicht, woran man zuallererst hätte denken sollen. Wenn uns der liebe Gott etwas Gutes schickt, müssten wir doch gleich an diejenigen denken, die so viel entbehren. Jetzt wird auf der Stelle nach Frankfurt telegrafiert. Noch heute soll die Rottenmeier das Bett zusammenpacken. In 2 Tagen kann es da sein. Will's Gott, soll die Großmutter gut schlafen darin. Das Heidi hüpfte frohlockend rings um die Großmama herum. Aber auf einmal stand es still und sagte eilig, »Nun muss ich gewiss geschwind zur Großmutter hinunter. Es wird ihr auch wieder Angst, wenn ich so lang nicht mehr komme.« Denn nun konnte das Heidi es nicht mehr erwarten, der Großmutter die Freudenbotschaft zu bringen. Und es war ihm auch wieder in den Sinn gekommen, wie es der Großmutter Angst gewesen, als es zuletzt bei ihr war. »Nein, nein, Heidi, was meinst du?« ermahnte der Großvater. »Wenn man Besuch hat, läuft man nicht mit einem Mal auf und davon.« Aber die Großmama unterstützte das Heidi. »Mein lieber Öhi, das Kind hat so Unrecht nicht«, sagte sie. »Die arme Großmutter ist auch seit langem viel zu kurz gekommen um meinetwillen. Nun wollen wir gleich alle miteinander zu ihr gehen, und ich denke, dort warte ich mein Pferd ab, und wir setzen dann unseren Weg weiter fort, und unten im Dörfli wird sogleich das Telegramm nach Frankfurt aufgegeben. Mein Sohn, was meinst du dazu?« Herr Sesemann hatte bis jetzt noch gar nicht Zeit gehabt, über seine Reisepläne zu sprechen. Er musste also seine Mutter bitten, nicht sogleich ihr Unternehmen auszuführen, sondern noch einen Augenblick sitzen zu bleiben, bis er seine Absicht ausgesprochen habe. Herr Sesemann hatte sich vorgenommen, mit seiner Mutter eine kleine Reise durch die Schweiz zu machen und erst zu sehen, ob sein Klärchen imstande sei, eine kurze Strecke mitzureisen. Nun war es so gekommen, dass er die genussreichste Reise in Gesellschaft seiner Tochter vor sich sah, und nun wollte er auch gleich diese schönen Spätsommertage dazu nutzen. Er hatte im Sinne, die Nacht im Dörfli zuzubringen und am folgenden Morgen Klara auf der Alm abzuholen, um mit ihr zur Großmama nach dem Bade Ragaz hinunter und von da weiterzureisen. Klara war ein wenig betroffen über die Anzeige der plötzlichen Abreise von der Alp, aber es war ja so viel Freude daneben, und überdies war da gar keine Zeit, sich dem Bedauern hinzugeben. Schon war die Großmama aufgestanden und hatte Heidis Hand erfasst, um den Zug anzuführen. Jetzt kehrte sie sich plötzlich um. »Aber was in aller Welt macht man nun mit Klärchen?« rief sie erschrocken aus, denn es war ihr in den Sinn gekommen, dass der Gang doch für sie viel zu weit sein würde. Aber schon hatte in gewohnter Weise der Öhi sein Pflegetöchterchen auf den Arm genommen und folgte mit festem Schritte der Großmama nach, die jetzt mit vielem Wohlgefallen zurücknickte. Zuletzt kam Herr Sesemann, und so ging der Zug weiter den Berg hinunter. Das Heidi musste immerfort aufhüpfen vor Freude an der Seite der Großmama, und diese wollte nun alles wissen von der Großmutter, wie sie lebe und wie alles bei ihr zugehe, besonders im Winter bei der großen Kälte da droben. Das Heidi berichtete über alles ganz genau, denn es wusste schon, wie da alles zuging und wie dann die Großmutter zusammengeduckt in ihrem Winkelchen saß und zitterte vor Kälte. Es wusste auch gut, was sie dann zu essen hatte und auch, was sie nicht hatte. Bis zur Hütte hinunter hörte die Großmama mit der lebhaftesten Teilnahme Heidis Berichten zu. Die Brigitte war eben daran, Peters 2. Hemd an die Sonne zu hängen, damit, wenn das eine wieder genug getragen war, das andere angezogen werden konnte. Sie erblickte die Gesellschaft und stürzte in die Stube hinein. »Jetzt grad geht alles fort, Mutter«, berichtete sie. »Es ist ein ganzer Zug, der Öhi begleitet sie. Er trägt das Kranke.« »Ach, muss es denn wirklich sein?« seufzte die Großmutter. »So nehmen Sie das Heidi mit. Das hast du gesehen? Ach, wenn es mir nur auch noch die Hand geben dürfte. Wenn ich es nur noch auch einmal hörte.« Jetzt wurde stürmisch die Tür aufgemacht, und das Heidi war in wenigen Sprüngen in der Ecke bei der Großmutter und umklammerte sie. »Großmutter, Großmutter, mein Bett kommt aus Frankfurt und alle 3 Kissen und auch die dicke Decke. In 2 Tagen ist es da, das hat die Großmama gesagt.« Das Heidi hatte gar nicht schnell genug seinen Bericht herausbringen können, denn es konnte die ungeheure Freude der Großmutter fast nicht abwarten. Sie lächelte,
aber ein wenig traurig sagte sie: »Ach, was muss das für eine gute Frau sein! Ich sollte mich nur freuen, dass sie dich mitnimmt, Heidi. Aber ich kann es nicht lange überleben.« »Was, was? Wer sagt denn der guten alten Großmutter so etwas?« fragte hier eine freundliche Stimme, und die Hand der Alten wurde dabei erfasst und herzlich gedrückt, denn die Großmama war hinzugetreten und hatte alles gehört. »Nein, nein, davon ist keine Rede. Das Heidi bleibt bei der Großmutter und macht ihre Freude aus. Wir wollen das Kind auch wiedersehen, aber wir kommen zu ihm. Jedes Jahr werden wir nach der Alm hinaufkommen, denn wir haben Ursache, an dieser Stelle dem lieben Gott alljährlich unseren besonderen Dank zu sagen, wo er ein solches Wunder an unserem Kinde getan hat.« Jetzt kam der echte Freudenschein auf das Gesicht der Großmutter, und mit wortlosem Dank drückte sie fort und fort die Hand der guten Frau Sesemann, während ihr vor lauter Freude ein paar große Tränen die alten Wangen herabglitten. Das Heidi hatte den Freudenschein auf dem Gesichte der Großmutter gleich gesehen und war jetzt ganz beglückt. »Gelt, Großmutter?« sagte es, sich an sie schmiegend. »Jetzt ist alles so gekommen, wie ich dir zuletzt gelesen habe. Gelt, das Bett aus Frankfurt ist gewiss heilsam.« »Ach ja, Heidi, und noch so vieles, so viel Gutes, das der liebe Gott an mir tut«, sagte die Großmutter mit tiefer Rührung. »Wie ist es nur möglich, dass es so gute Menschen gibt, die sich um eine arme Alte bekümmern und so viel an ihr tun? Es ist nichts, das einem den Glauben so stärken kann an einen guten Vater im Himmel, der auch sein Geringstes nicht vergessen will, wie so etwas zu erfahren. Dass es solche Menschen gibt, voll Güte und Barmherzigkeit, für ein armes, unnützes Weiblein, wie ich es bin.« »Meine gute Großmutter«, fiel hier Frau Sesemann ein, »vor unserem Herrn im Himmel sind wir alle gleich armselig, und alle haben wir es gleich nötig, dass er uns nicht vergesse. Und nun nehmen wir Abschied, aber auf Wiedersehen, denn sobald wir nächstes Jahr wieder nach der Alm kommen, suchen wir auch die Großmutter wieder auf. Die wird nie mehr vergessen.« Damit erfasste Frau Sesemann noch einmal die Hand der Alten und schüttelte sie. Aber sie kam nicht so schnell fort, wie sie meinte, denn die Großmutter konnte nicht aufhören zu danken, und alles Gute, das der liebe Gott in seiner Hand habe, wünschte sie auf ihre Wohltäterin und deren ganzes Haus herab. Jetzt zog Herr Sesemann mit seiner Mutter talabwärts, während der Öhi Klara noch einmal mit nach Hause trug und das Heidi ohne aufzusetzen hochauf hüpfte neben ihnen her, denn es war so froh über die Aussicht der Großmutter, dass es mit jedem Schritt einen Sprung machen musste. Am Morgen darauf aber gab es heiße Tränen bei der scheidenden Klara. Nun sie fort musste von der schönen Alm, wo es ihr so wohl gewesen war, wie noch nie in ihrem Leben. Aber das Heidi tröstete sie und sagte: »Es ist im Augenblick wieder Sommer, und dann kommst du wieder, und dann ist's noch viel schöner, dann kannst du von Anfang an gehen, und wir können alle Tage mit den Geißen auf die Weide gehen und zu den Blumen hinauf, und alles Lustige geht von vorn an.« Herr Sesemann war nach Abrede gekommen, sein Töchterchen abzuholen. Er stand jetzt drüben beim Großvater. Die Männer hatten noch allerlei zu besprechen. Klara wischte nun ihre Tränen weg. Heidis Worte hatten sie ein wenig getröstet. »Ich lasse auch den Peter noch grüßen«, sagte sie wieder, »und alle Geißen, besonders das Schwänli. Oh, wenn ich nur dem Schwänli ein Geschenk machen könnte, es hat so viel dazu geholfen, dass ich gesund geworden bin.« »Das kannst du schon ganz gut«, versicherte das Heidi. »Schick ihm nur ein wenig Salz. Du weißt schon, wie gern es am Abend das Salz aus des Großvaters Hand schlägt.« Der Rat gefiel Klara wohl. »Oh, dann will ich ihm gewiss 100 Pfund Salz aus Frankfurt schicken«, rief sie erfreut aus. »Es muss auch ein Andenken an mich haben.« Jetzt winkte Herr Sesemann den Kindern, denn er wollte abreisen. Diesmal war das weiße Pferd der Großmama für Klara gekommen, und jetzt konnte sie herunterreiten. Sie brauchte keinen Tragsessel mehr. Das Heidi stellte sich auf den äußersten Rand des Abhanges hinaus und winkte mit seiner Hand der Klara zu, bis das letzte Restchen von Ross und Reiterin geschwunden war. Das Bett ist angekommen, und die Großmutter schläft jetzt so gut jede Nacht, dass sie gewiss dadurch zu ganz neuen Kräften kommt.
Den harten Winter auf der Alp hat die gute Großmama auch nicht vergessen. Sie hat einen großen Warenballen nach der Geißenpeterhütte gesandt. Darin war so viel warmes Zeug verpackt, dass die Großmutter sich um und um damit einhüllen kann und gewiss nie mehr zitternd vor Kälte in ihrer Ecke sitzen muss. Im Dörfli ist ein großer Bau im Gange. Der Herr Doktor ist angekommen und hat vorderhand sein altes Quartier bezogen. Auf den Rat seines Freundes hin hat der Herr Doktor das alte Gebäude angekauft, das der Öhi im Winter mit dem Heidi bewohnt hatte und das ja schon einmal ein großer Herrensitz gewesen war, was man immer noch an der hohen Stube mit dem schönen Ofen und dem kunstreichen Getäfel sehen konnte. Diesen Teil des Hauses lässt der Herr Doktor als seine eigene Wohnung aufbauen. Die andere Seite wird als Winterquartier für den Öhi und das Heidi hergestellt, denn der Herr Doktor kennt den Alten als einen unabhängigen Mann, der seine eigene Behausung haben muss. Zuhinterst wird ein festgemauerter, warmer Geißenstall eingerichtet. Da werden Schwänli und Bärli in sehr behaglicher Weise ihre Wintertage zubringen. Der Herr Doktor und der Almöhi werden täglich bessere Freunde, und wenn sie zusammen auf dem Gemäuer herumsteigen, um den Fortgang des Baues zu besichtigen, kommen ihre Gedanken meistens auf das Heidi. Denn beiden ist die Hauptfreude an dem Hause, dass sie mit ihrem fröhlichen Kinde hier einziehen werden. »Mein lieber Freund«, sagte kürzlich der Herr Doktor, mit dem Öhi oben auf der Mauer stehend, »Sie müssen die Sache ansehen wie ich. Ich teile alle Freude an dem Kinde mit Ihnen, als wäre ich der Nächste nach Ihnen, zu dem das Kind gehört. Ich will aber auch alle Verpflichtungen teilen und nach bester Einsicht für das Kind sorgen. So habe ich auch meine Rechte an unserem Heidi und kann hoffen, dass es mich in meinen alten Tagen pflegt und um mich bleibt, was mein größter Wunsch ist. Das Heidi soll in alle Kindesrechte bei mir eintreten. So können wir es ohne Sorge zurücklassen, wenn wir einmal von ihm gehen müssen, sie und ich.« Der Öhi drückte dem Herrn Doktor lange die Hand. Er sagte kein Wort, aber sein guter Freund konnte in den Augen des Alten die Rührung und hohe Freude lesen, die seine Worte erweckt hatten. Derweilen saßen das Heidi und der Peter bei der Großmutter, und das Erstere hatte so viel zu tun mit Erzählen und der Letztere mit Zuhören, dass sie alle beide kaum zu Atem kommen konnten und vor Eifer immer näher auf die glückliche Großmutter eindrangen. Wie viel war ihr auch zu berichten von alledem, das den ganzen Sommer durch sich ereignet hatte. Denn man war ja so wenig zusammengekommen während dieser Zeit. Und von den dreien sah immer eins glücklicher aus als das andere über das neue Zusammensein und über alle die wunderbaren Ereignisse. Jetzt aber war das Gesicht der Mutter Brigitte noch fast am glücklichsten anzusehen, da mit Heidis Hilfe nun zum ersten Mal klar und verständlich die Geschichte des unaufhörlichen Zehners herauskam. Zuletzt aber sagte die Großmutter, »Heidi, lies mir ein Lob- und Danklied. Es ist mir, als könne ich nur noch loben und preisen und unseren Gott im Himmel Dank sagen für alles, was er an uns getan hat.«